So, ich warte noch auf das letzte Nicken vielleicht und dann würde ich starten. Also herzlich willkommen in der Industrie- und Handelskammer Darmstadt. Schön, dass Sie den Weg und die Zeit gefunden haben, zu uns zu kommen für die heutige Veranstaltung. Ich finde es klasse, dass das Thema so großen Zuspruch findet und ich hoffe, Sie gehen alle, das wäre auch so ein Stück weit unser Wunsch, nicht mit vielen Fragen nach Hause, sondern mit ganz, ganz vielen Antworten und wissen, was die nächsten Schritte in Richtung Umsetzung sein werden. Ich möchte nicht nur Sie herzlich begrüßen, sondern ich möchte auch ganz herzlich die Referierenden, die Dame und die Herren begrüßen, die uns heute durch den Abend führen werden. Und ich möchte gleich zu Beginn Danke sagen. Danke für die Initiative der Wissenschaftsstadt Darmstadt, namentlich von Herrn Kolmer und Herrn Voß. Für diese Veranstaltung kam die Idee von Ihnen. Wir haben uns sofort bereit erklärt, diese Kooperation einzugehen, weil wir glauben, das ist ein wichtiges Thema und wir können hier tatsächlich auch gemeinsam, und zwar nur gemeinsam, etwas erreichen. Zu Beginn möchte ich Ihnen vielleicht einfach drei Beispiele oder so kleine Geschichten erzählen, die uns ein bisschen einstimmen sollen in das, was heute passieren wird, was uns erwartet. Vor etwa, ja, gut und gerne 20 Jahren gab es so einen kleinen Boom von PV-Anlagen auf Dächern, insbesondere auf privaten Dächern. Da ist, können Sie mal überlegen, wahrscheinlich auch in Ihrem privaten Kontext die eine oder andere Diskussion gewesen, die Sie vielleicht auch aktiv mitgestaltet haben. Und da gab es viele Argumente, warum so eine PV-Anlage auf Dach Sinn ergibt oder eben nicht sinnvoll ist. Die meisten Argumente, die damals zumindest in meiner Erinnerung gefallen sind, waren zwei Stück. Erstens, naja, eine sicherere und bessere Geldanlage gibt es doch aktuell nicht. Also monetärer Anreiz, das Thema zu machen, wir erinnern uns, Einspeisevergütung. Und das Zweite war, naja, wir wollen noch irgendwas machen, was die Welt ein Stück weit besser macht. Und aus heutiger Sicht, und insbesondere wenn wir die jüngste Vergangenheit betrachten, ist vielleicht noch ein drittes Thema dazugekommen. Und deswegen sind vielleicht viele von Ihnen auch heute hier, das Thema Resilienz. Sie machen sich als Unternehmen ein Stück weit, wenn sie in die Eigenenergieerzeugung einsteigen, resilienter. Sie erhöhen ihren Autarkiegrad und sie machen sich ein Stück weit unabhängiger von hochvolatilen Preisen an den Strommärkten. Das Zweite ist tatsächlich auch eine Geschichte aus persönlichen Erleben. Damals war ich dabei, als eines der ersten Windräder tatsächlich feierlich eingeweiht wurde. Das war ein Novum. Das ist tatsächlich jetzt schon fast 25 Jahre her, muss ich gestehen. Und rückblickend betrachtet war das natürlich eine enorme Pionierleistung. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war das Genehmigungsverfahren, das damals durchlaufen werden musste und die Gutachten, die es gebraucht hat, ungleich weniger im Vergleich zu heute. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, vor 20 Jahren etwa haben Sie für die Genehmigung eines Windrades, eines durchaus großen Windrades, vielleicht das Glück gehabt und sind mit einem Leitsordner durchgekommen. Heute füllen Sie wahrscheinlich Regalmeter davon. Also, was will ich Ihnen damit sagen? Bürokratie und Genehmigungspraxis entwickelt eine gewisse Eigendynamik. Und da sind wir sehr froh, als IHK-Organisation tatsächlich auch froh, dass die Zeichen der Zeit in den letzten 2, 3 Jahren erkannt wurden, insbesondere seitens der Bundesregierung, und es da zu Erleichterungen gekommen ist. Also, um Ihnen nur mal ein Beispiel zu nennen oder zwei Beispiele, das Solarpaket 1 ist eine gute Entwicklung, die wir durchaus unterstützen. Und wir sehen auch, dass bei Planungsbeschleunigung, insbesondere bei Freiflächenanlagen entlang von Autobahnen, um ein Beispiel zu nennen, mit der Genehmigungsfiktion einiges erreicht werden konnte. Das dritte Beispiel, und dann sind wir schon tatsächlich sehr, sehr konkret bei der Realität von vielen Unternehmen hier in der Region. Wenn wir uns die Gewerbegebiete angucken, dann sind sehr, sehr viele Gewerbegebiete ein Stück weit in die Jahre gekommen, würde man sagen. Die sind in den 60er Jahren, 70er Jahren, 80er Jahren entstanden und
Die Gebäude sind natürlich auch in diesen Zeiten entstanden. Einige sind erneuert worden, viele aber nicht. Und wenn Sie jetzt vor der Entscheidung oder vor der Frage stehen, ich möchte PV auf mein Dach bringen und ich möchte das State of the Art machen, vielleicht sogar in Kombination mit einer Dachbegrünung, dann landen Sie wahrscheinlich relativ schnell bei einem Statiker und der wird Ihnen im ungünstigsten Fall sagen, das wird nichts. Ich will jetzt überhaupt kein Wasser in den Wein gießen, wir wollen erfahren, wie es gehen kann heute, aber ich möchte auf einen Punkt hinweisen. Ich glaube, nicht jeder würde sich leisten können, die Statik zu ertüchtigen, nicht jeder würde sich leisten können, ein neues Gebäude zu errichten. Ich glaube, worüber wir aber nachdenken müssen, und da sind wir wieder bei ein Stück weit Wunschkonzert in Richtung Politik und Verwaltung auf verschiedenen Ebenen, wir sollten darüber nachdenken, es einfacher zu machen, Strom von einer Straßenseite auf die andere zu bringen. Wenn der mit erneuerbaren Energien erzeugt wird, auf dem einen Dach, und ich den vielleicht als Unternehmen gar nicht in der Spitzenzeit vollends verbrauchen werde, warum darf ich den nicht einfach an meinen Nachbarn verkaufen zu einem für mich noch wettbewerbsfähigen Preis? Und dann sollten wir bei diesen Gewerbegebieten, wenn arrondiert vielleicht noch ein bisschen Platz ist, auch darüber nachdenken, ob man die Freiflächen, die es vielleicht noch gibt, entsprechend auch mit erneuerbaren Energien belegen kann. Und vor allem das Thema Genehmigung und das Thema Stromtausch, nenne ich das jetzt mal, oder Stromverkauf vereinfacht. Das wäre ein Wunsch und dieser Wunsch oder diese Forderung haben wir auch vielfach schon adressiert. Ich hoffe, es verfängt irgendwann, nicht nur auf europäischer Ebene, da gibt es erste Anzeichen, sondern tatsächlich auch auf Bundesebene, dass das gängige Praxis ist. Weil das sind die Dinge, die wir auch in den Gesprächen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern in der Region hier in Südhessen hören. Ich freue mich, dass Sie da sind und möchte, bevor ich an Michael Kolmer weitergebe, Ihnen noch eine Dame vorstellen. Alice Thomas, die uns durch den weiteren Abend moderieren wird. Ich freue mich, dass du das machst, liebe Alice. Und jetzt freue ich mich auf die Worte von Michael Kolmer. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir werden, wie gesagt, hoffentlich nicht nur Fragen, sondern ganz viele Antworten haben. Haben wir zusammen einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, lieber Daniel. Vor allem herzlichen Dank, dass Sie alle hier sind, dass bei einer Veranstaltung, einer gemeinsamen Veranstaltung und deswegen auch herzlichen Dank, dass wir zu Gast sein dürfen und dass wir kooperieren können, was im Übrigen zwischen der Stadt Darmstadt und der IHK Darmstadt eine lange gelebte Praxis ist, lange bevor das in anderen Regionen in dieser Art und Weise gelebt worden ist, sind wir hier schon sehr, sehr nah beisammen gewesen, was mich durch mein gesamtes Berufsleben schon begleitet hat und was es immer erzeugt, dass es für mich so ein bisschen ein Coming Home ist, wenn ich hier stehen darf, weil ich weiß nicht, wie viele Ausschusssitzungen der IHK ich hier auch begleiten durfte, weil ich in der Vergangenheit auch die Ehre hatte, IHK-Ausschussmitglied sein zu dürfen. Und insofern ist es sehr, sehr schön, hier zu stehen, aber vor allem sehr, sehr schön, hier zu stehen vor Ihnen allen, nachdem wir eine Veranstaltung gemacht haben, wo wir irgendwann die Anmeldung schließen mussten. Und das ist das Beste, was passieren kann. Und das zweite Beste, was passieren kann, neben den vielen weiteren guten Dingen, die wir heute Abend besprechen können, ist die Tatsache, dass sehr, sehr viele von Ihnen aus Darmstadt kommen, aber eben auch sehr, sehr viele von Ihnen aus der Region. Und dass man die Energiewende und dass die Fragestellung, den Klimaschutz voranzubringen, kann keine Stadt, kann keine einzelne Kommune für sich alleine bearbeiten. Und deswegen ist es sehr, sehr gut, dass wir hier auf eine Ebene springen des Kammerbezirks und damit letztendlich der gesamten Region, auch wenn es natürlich so ist, dass unsere Förderprogramme, unsere kommunalen Förderprogramme, kommunale Förderprogramme sind. Aber gleichzeitig ist es so, dass viele Dinge, die wir heute Abend diskutieren, natürlich für die gesamte Region gültig sind. Herzlichen Dank auch für Ihr großes Interesse, weil ich glaube, dass das Potenzial, das wir im gewerblichen Bereich haben, bisher im Bereich der Photovoltaik ein absolut
noch unterschätztes ist, beziehungsweise ein Potenzial ist, das enorm groß ist und vor allem auch enorm variabel. Warum meine ich das? Erstens ist es so, Daniel Theobald hat es schon angesprochen, die Entwicklung, die wir in diesem Bereich gemacht haben, hat einfach mit sich gebracht, dass eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu bringen, sich für sie innerhalb von deutlich kürzerer Zeit als in der Vergangenheit rechnet, weil die Technologien sich verändert haben, weil auch tatsächlich die Lebensdauer einer Anlage und ihre Effizienz gestiegen ist. Und deswegen ist es gerade jetzt sehr, sehr interessant, sich damit zu befassen. Daniel Theobald hat auch die Komplexität deutscher, europäischer Bürokratie angesprochen. Ich will mich da jetzt gar nicht drin verlieren, will Ihnen nur mal zurufen, auch ein Planungs- und Umweltdezernent einer handelsüblichen deutschen Großstadt sagt, wir sind übernormt. In Deutschland, durchaus auch in Europa, aber vor allem in Deutschland. Ich will Ihnen nur mal ein Beispiel nennen, was jetzt nicht im Kern was mit Photovoltaik zu tun hat. Aber allein die DIN-Normen im Bauwesen haben in den letzten 10 Jahren um 15% zugenommen. Das heißt, mal ganz deutlich gesagt, bauen und am Ende des Tages damit auch eine PV-Anlage aufs Dach stellen, ist 15% komplizierter geworden, als es ohne dies schon war. Und das ist natürlich ein Problem. Aber wir wollen nicht über die Probleme heute sprechen, sondern vor allem über die Chancen. Und die Chancen liegen für Sie aus meiner Sicht tatsächlich in einem Win-Win-Win. Warum dreimal hintereinander? Das erste ist tatsächlich, und das ist ein nationaler Level, den wir da erreichen, für mehr Energieautarkie. Dafür, dass wir hier in Deutschland in einer Demokratie möglichst viel Energie produzieren und nicht in autokratisch regierten Staaten beziehungsweise in Diktaturen. Das muss ein Ziel sein, ein Ziel, was sich zugleich verbindet mit der Fragestellung des Klimaschutzes. Und an der Stelle ist Klimaschutz etwas unerhört Politisches und hat auch extrem viel mit Menschenrechten zu tun. Da greift alles in alles hinein. Und am Ende des Tages ist das auch ein Beitrag, den wir leisten, wenn wir uns eine PV-Anlage aufs Dach stellen. Und das Dritte, Sie sind Unternehmer und Unternehmerinnen. Und das ist natürlich ganz entscheidend. Und das Stichwort ist schon gefallen. Sie stärken Ihre Resilienz, Sie stärken Ihre Wettbewerbsfähigkeit. Und, wenn es statisch geht, steigern Sie auch den Wert Ihrer Immobilie. Und diese drei Faktoren sind aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der letztendlich der Punkt ist, in dieses Thema einzusteigen. Und die zwei anderen Faktoren, das mögen im einen oder anderen Fall, weil sie nicht individuell sind, mögen das Mitnahmefaktoren für sie sein, aber sie sind, wenn wir auf Gesamtdeutschland schauen und letztendlich auf den gesamten Globus, nicht minder wichtig. Dann ein weiterer Punkt, den ich hier mal hervorheben möchte, nebenbei bemerkt, für uns als Stadt ein sehr, sehr enger Partner und ganz, ganz wichtiger zentraler Partner in der Energiewende ist natürlich unser städtischer Energieversorger, ein Unternehmen, also die Entega, wiederum ein Link zwischen uns und der IHK. Aber ein ganz wichtiger Punkt für Sie, insbesondere die Sie produzierende Unternehmen sind, aber auch Unternehmen, die überwiegend im Bürobereich unterwegs sind. Wenn Sie sich überlegen, wann Sie Ihren Hauptstromverbrauch haben, selbst wenn Sie im Dreischichtbetrieb arbeiten sollten, und zugleich überlegen, wann eine PV-Anlage am meisten Strom produziert, dann sehen Sie, das matcht erheblich besser als in jedem Privathaushalt. Weil im Privathaushalt läuft der Fernseher gemeinhin abends, insbesondere dann, wenn Europameisterschaft ist, und die Waschmaschine auch und die Spülmaschine auch und so weiter. Bei Ihnen hingegen wird doppelt produziert, wenn Sie PV auf dem Dach haben. Einerseits wird bei Ihnen im Unternehmen produziert und der Strom auf dem Dach, um das Unternehmen am Laufen zu halten. Und da kommt ein weiterer Punkt rein, der heute noch relativ stark übersehen ist, von dem ich aber sicher bin, dass er in Zukunft stärker in die Diskussion kommt. Das ist nämlich die Fragestellung, wie sehen denn unsere Energienetze aus? Und wie wird denn der Strom tatsächlich durch die Republik, durch Europa transportiert? Und wir alle wissen, da haben wir einen erheblichen Mangel und da wird es zu Problemen kommen. Und da sind Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer tatsächlich helfende, unterstützende,
Warum? Indem sie ihren Strom selbst produzieren, machen sie nicht nur ihr Unternehmen resilienter, sie machen auch das Stromnetz als Ganzes resilienter, weil sie es entlasten. Und da kommt also der vierte Win dazu. Und an der Stelle will ich es dann auch belassen, bevor wir die Win-Situationen nicht mehr zählen können, weil eins ist sicher, was wir heute Abend besprechen, das lohnt sich eminent. Und damit würde ich Ihnen für die Aufmerksamkeit danken und an Frau Thomas zurückgeben. Ja, wunderbar. Herr Kommer, vielen lieben Dank für die einleitenden Worte. Auch an dich, Daniel, nochmal vielen Dank für dein Grußwort. Ich wurde ja schon kurz vorgestellt. Ich bin Alice Thomas und führe uns heute durch den Abend. Und da will ich auch gar nicht lang drum herum reden und direkt zu unserem ersten Referenten kommen. Und zwar, ups, das ist jetzt gerade, sorry, das falsche, der falsche Laptop. Genau, und zwar den Herrn Daniel Netter. Er ist Geschäftsführer von der Prosumergy GmbH und wird uns heute etwas über die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen erzählen, die man so beachten muss auf dem Weg hin zu einer eigenen PV-Anlage. Ich bin sehr gespannt, freue mich und übergebe an Sie. Dankeschön. Ja. Wir müssen nichts machen, einfach nur. Okay, aber gut. Ja, vielen Dank für die Vorstellung, auch vielen Dank für die Einladung zur heutigen Veranstaltung. Bin auch sehr positiv überrascht über das starke Interesse, das freut mich natürlich. Ich denke, ich gehe mal davon aus, dass alle der Gedanke eint, dass sich das Ganze wohl lohnt. Wir sind alles erstmal hier Unternehmer, das heißt, es ist betriebswirtschaftlich sicherlich interessant und die anderen Punkte, die sehr wichtig sind, natürlich hat der Kollmer ja genannt, wir wollen natürlich alle auch etwas Gutes tun. Mein Ziel ist heute, dass ich Ihnen einfach mal ein bisschen einen Überblick verschaffe, welche Dinge sind zu beachten. Wir haben alle unterschiedliche Akteurskonstellationen, manche Gewerbe nutzen das Gebäude alleine, manche sind eingemietet in einer Mehrparteienimmobilie und je nachdem, wie da die Konstellation eben aussieht, muss man vielleicht auch andere Betreiberkonzepte anwenden oder ich möchte einfach aufzeigen, dass es für alles eine Lösung gibt und am Ende hier niemand mit der Ausrede nach Hause gehen kann, lohnt sich nicht, funktioniert nicht, das ist mein Ziel heute. Vielleicht noch kurz ein Wort zu mir. Ich bin Geschäftsführer und auch Mitgründer der Prosumergy GmbH. Wir sitzen in Kassel, ich bin allerdings wohnhaft in Darmstadt, insofern auch Heimspiel für mich. Und wir haben uns mit unserem Unternehmen auf die dezentrale Versorgung von Mehrparteienimmobilien spezialisiert, also was man vielleicht mittlerweile so unter dem Begriff Mieterstrom versteht oder Quartierskonzepte. Und da eben sowohl für Wohngebäude, aber auch für rein gewerblich genutzte Liegenschaften oder gemischte Formen. Na, der will nicht. Jetzt. Die Distanz ist zu groß. Genau. Ja, erstmal, es gibt natürlich verschiedenste Motivationen, eine Photovoltaikanlage zu installieren. Es ist aber, also es ist klar, wir erleben gerade, oder auch im Zuge der Energiepreiskrise, haben es alle leider erfahren müssen, dass es natürlich Sinn macht, sich unabhängiger zu machen. Wir erleben natürlich auch einen Effekt, dass die Netze stabilisiert ausgebaut werden müssen. Das heißt, dieser Anteil an den Stromkosten, der einfach durch den Transport, die Netzdurchleitung anfällt, der nimmt natürlich weiterhin zu und der wird auch die nächsten Jahre zunehmen. Ich denke, da können die Kollegen der E-Netz auch was zu sagen und das bestätigen. Und das heißt, es macht einfach Sinn, sich da unabhängiger zu machen, einen Teil des Stroms selbst zu nutzen, weil natürlich für den Solarstrom, den sie nutzen, müssen sie keine Netzentgelte bezahlen. Und dieser Vorteil wird einfach künftig zunehmen. Und ein weiterer wichtiger Punkt meiner Meinung nach ist, dass es jetzt nicht nur um den Gedanken geht, eine Photovoltaikanlage zu installieren, sondern wir haben ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Viele Unternehmen werden sich sozusagen in Richtung E-Mobilität bewegen, die Flotten elektrifizieren. Wir haben vielleicht schon eine Infrastruktur zur Wärmeversorgung, Blockheizkraftwerke, die man natürlich auch für die dezentrale Stromversorgung verwenden kann. Im Bereich Wärme, vor allem im Neubau, erleben wir auch im Gewerbebereich einen starken Zuwachs an Wärmepumpen tatsächlich. Und da macht es natürlich dann auch Sinn, auch wenn da die zeitliche Übereinstimmung von Erzeugung und Verbrauch weniger gegeben ist, aber dennoch ist es sinnvoll, einen Teil des Stroms über eine Wärmepumpe zu decken. Das heißt, das Thema ist sehr vielschichtig, aber ich denke, es macht Sinn und es gibt für alles eine Lösung. Auch der Gesetzgeber ist ja jetzt zu Potte gekommen, muss man schon sagen. Das Solarpaket hat lange auf sich warten lassen.
Ist aber, denke ich, jetzt schon auch gerade für Ihren Bereich, also über gewerbliche Anlagen, da mit einigen spannenden Neuerungen und Verbesserungen jetzt um die Ecke gebogen. Sagen wir, die handfesteste und am einfachst zu greifende Änderung ist die Anhebung der Einspeisevergütung für den Anlagenleistungsbereich zwischen 40 und 750 kW Peak. Da wird tatsächlich die Einspeisevergütung um 1,5 Cent erhöht. Das klingt jetzt nicht viel, ist aber eine Welt in dem Bereich und war auch extrem wichtig, weil was haben wir erlebt? Wir hatten das Problem, dass Unternehmen überlegen, Dächer nicht voll zu packen, um eben eine höhere Eigenverbrauchsquote zu erreichen, weniger Strom ins öffentliche Netz einspeisen zu müssen. Und das ist weder im Sinne der Energiewende noch im Sinne eigentlich des Unternehmers, weil man davon ausgehen muss, je mehr Strom man erstmal produziert, den kann man künftig wahrscheinlich immer verwenden, Speicher dazu bauen. Das wird alles, da wird es Möglichkeiten geben. Insofern eine sehr, sehr wichtige Änderung und auch was die Wirtschaftlichkeit von Anlagen anbelangt, wirklich eine sehr wesentliche. Es gibt auch eine spannende Alternative auf eine Einspeisevergütung oder die verpflichtende Direktvermarktung, sage ich mal, erstmal zu umgehen. Das ist vor allem für Betreiber ein Thema, die eine Anlage haben, die größer 100 kW, also ab 100 kW müssen sie den Strom, den sie ins öffentliche Netz einspeisen, an der Börse vermarkten. Und dazu brauchen sie einen Direktvermarktungsdienstleister. Das geht mit einem gewissen Aufwand einher, was die Anlagentechnik anbelangt und natürlich muss auch der Dienstleister vergütet werden. Und weil sich das eben für Anlagen mit sehr hohen Eigenverbrauchsquoten, sprich die nur sehr wenig ins öffentliche Netz einspeisen, nicht wirklich lohnt, hat man hier eine neue Vergütungsform der sogenannten unentgeltlichen Abnahme geschaffen. Bedeutet eigentlich, man verzichtet auf Erlöse aus der Überschusseinspeisung ins Netz, speist aber physikalisch dennoch diesen Strom ins öffentliche Netz ein und muss dann aber als Gegenleistung keinen Direktvermarkter beauftragen, der ohnehin die Erlöse, die man dann erzielt, kannibalisieren würde, auffressen würde. Insofern auch eine sinnvolle Änderung, natürlich jetzt nicht für jeden, aber gerade für Anlagen, die vielleicht relativ klein im Verhältnis zum Verbrauch sind, sicherlich sinnvoll. Genau, steht hier nochmal bei Bestands- und Neuanlagen bis 200 kW und wenn sie eben bis Ende 25 in Betrieb genommen werden, sogar bis 400 kW, diese Regelung. Dann Anlagen müssen ja zum Teil an einer Ausschreibung teilnehmen, also momentan Größe 1 Megawatt, um dann auch die gesetzlich garantierte Einspeisevergütung sozusagen festzulegen. Da gibt es eine Absenkung auf 750 kW, das heißt, es werden mehr Anlagen von dem Thema betroffen sein und gleichzeitig, was natürlich dann Sinn macht, wird aber das Ausschreibungsvolumen erhöht. Auch da kann man jetzt überlegen, wenn man in dem Anlagenbereich in der Leistungsklasse ist, ob man dann sozusagen noch jetzt frühzeitig die Anlage installiert, weil das jetzt ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes erst gilt. Aber auch davor nicht zurückschrecken, weil da normalerweise schon auch die meisten zum Zuge gekommen sind bei den vergangenen Ausschreibungen. Jetzt wieder ein wichtiger Punkt, was auch Kosten und Aufwand, Entbürokratisierung war ja auch ein Stichwort, anbelangt. Und zwar gibt es da auch eine Erhöhung eines Schwellenwerts. Und zwar ist es so, dass Anlagen momentan ab 135 kW ein erweitertes Anlagenzertifikat benötigen. Das ist einfach nur sozusagen eine Bestätigung, dass die Anlage die elektrotechnischen Eigenschaften erfüllt, die erforderlich sind, um am Netz betrieben zu werden. Ist halt etwas aufwendiger und kostspieliger. Und natürlich dann auch, was die Wirtschaftlichkeit anbelangt, tut das manchen Anlagen weh. Und da hat man eben den Schwellenwert auf 270 kW Einspeiseleistung beziehungsweise größer 500 kW installierter Leistung. Also installierte Leistung ist immer die Leistung der Module, die auf dem Dach sind, und Einspeiseleistung die Leistung, die dann tatsächlich über die Wechselrichter ins öffentliche Netz eingespeist werden kann. Auch sinnvoll, einfach um da auch Kosten zu sparen. Und auch sozusagen da schneller ans Netz zu bekommen, weil wir haben tatsächlich das Problem, dass die Anlagenzertifizierer sehr stark ausgelastet sind und deswegen auch Anlagen erstmal vorläufig ans Netz gegangen sind, weil die Zertifizierer einfach nicht hinterherkommen. Auch eine sehr wichtige Neuerung ist der Punkt 5, wenn Sie gerade in Gewerbegebieten unterwegs sind. Bisher war es so, wenn man sich zum Beispiel vielleicht ein gemeinsames Grundstück teilt oder eben in unmittelbar räumlichem Zusammenhang innerhalb von 12 Monaten eine Anlage, also sprich der Nachbar hat eine Anlage, Sie installieren auch eine Anlage innerhalb eines 12-Monats-Zeitraums, dann konnte es passieren, dass Ihre Anlage mit der Ihres Nachbarn zusammengefasst wurde, obwohl Sie nichts miteinander zu tun haben.
Und das führt dann dazu, dass Sie zum Beispiel eine 100-kW-Anlage errichten, der Nachbar hat vielleicht auch eine 100-kW-Anlage, dann wird Ihre Anlage betrachtet, als wäre es eine 200-kW-Anlage mit allen rechtlichen Auswirkungen, Vergütungssatz fällt geringer aus, technische Anforderungen werden anders formuliert. Und da hat man auch Klarheit geschaffen, es ist jetzt eigentlich vereinfacht der Netzanschlusspunkt ausschlaggebend. Das heißt, was hängt am jeweiligen Netzanschluss an Leistung? Und die wird dann sozusagen auch zugrunde gelegt für die Vergütung, für die Fernwirktechnik und alles, was eben erforderlich ist, um eine Anlage am Netz zu betreiben. Dann eine sehr wesentliche Änderung ist die Einbeziehung von Gewerbeobjekten in das Thema Mieterstrom. Das heißt, bisher waren ja nur Wohngebäude mit dem sogenannten Mieterstromzuschlag förderfähig. Das wurde erweitert auch auf Gewerbeliegenschaften. Das heißt, wenn man jetzt als in einem Mehrparteienimmobilie mehrere Gewerbe hat, liefert den Strom an diese Gewerbe, dann erhält man auch dafür den sogenannten Mieterstromzuschlag, der sich irgendwo um die 2 Cent pro Kilowattstunde bewegt. Und eben jetzt als Alternative zu den bestehenden Mieterstromkonzepten wurde das Konzept der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung eingeführt, wo man eben jetzt einen Versuch startet, auch das nochmal zu entbürokratisieren. Das sage ich vielleicht später dann nochmal ein paar Takte dazu. Genau, ich möchte einmal einfach nur mal heute verschiedene Betreibermodelle auch darstellen und dann auch auf Messkonzepte eingehen und auch auf das Thema Finanzierung eingehen, die damit einhergeht. Es ist eigentlich immer wichtig zu wissen, wer investiert, wer betreibt die PV-Anlage und wer nutzt letzten Endes den Strom. Und da gibt es eben unterschiedlichste Konstellationen. Ich denke, die einfachste ist allen klar. Das ist ein No-Brainer, das ist die Eigenversorgung. Das heißt, ich habe ein eigenes Gewerbeobjekt, installiere dort eine PV-Anlage und nutze einfach den Strom für mein Unternehmen. Klar, ich ersetze Netzstrom, ist wirtschaftlich, ist von den bürokratischen Anforderungen her marginal. Das denke ich, ist allen bekannt. Jetzt kann es natürlich aber auch sein, dass entweder ich als Gewerbe nur eingemietet bin oder dass ich eben selbst die Investition in die PV-Anlage nicht tätigen will und mein Dach zum Beispiel verpachten möchte an einen Contractor oder oder der Vermieter übernimmt zum Beispiel die Investition. Und dann bin ich eben in der Konstellation, dass der Anlagenbetreiber nicht der Verbraucher des Stroms ist, sodass eine Lieferbeziehung besteht. Das ist auch noch relativ schlank, das heißt, man liefert dann eben, der Anlagenbetreiber liefert den Solarstrom an das Gewerbe hat einen zweiten Stromvertrag für den Netzbezug. Da gilt es halt einfach für den Anlagenbetreiber ein paar Anforderungen zu erfüllen, betrifft zum Beispiel die Stromsteuer, man muss einfach das beim Hauptzollamt anzeigen, dass man das Ganze dann auch, dass das Ganze von der Stromsteuer befreit wird. Und das sind so ein paar Kleinigkeiten, die da zu beachten sind, aber auch ein sehr einfaches Modell und auch man schafft eine Win-Win-Situation. Der Betreiber kriegt eine etwas höhere Vergütung, als wenn er den Strom ins Netz einspeist. Der Nutzer kann günstigen Strom beziehen und das halt eben langfristig. Also da vereinbart man in der Regel Verträge über 10 Jahre und für ein Unternehmen ist das ja auch interessant zu wissen, was kostet mein Strom oder meinetwegen 30-40% meines Stroms in den nächsten 10 Jahren. Das glaube ich, finden wir alle gut. Genau, und jetzt schwenken wir mal von einem Letztverbraucher hin zu einer Mehrparteien-Situation. Und da gibt es jetzt im Endeffekt aktuell zwei Konzepte, eben das neue Konzept der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung oder Mieterstrom, wie wir es jetzt schon kennen, im sogenannten Lieferkettenmodell, was ich dann später noch im Detail erläutere. Bei der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung, vielleicht weil das neu ist, nur ein paar Worte dazu, funktioniert im Endeffekt wie folgt, oder die Idee ist folgende, dass ein Anlagenbetreiber ausschließlich den Solarstrom an verschiedene Parteien, also es ist eine Mehrparteienimmobilie, sie haben 10 Gewerbe und jetzt schließt der Anlagenbetreiber mit diesen Gewerben einen Solarstromvertrag ab und liefert ausschließlich Solarstrom an diese Gewerbe. Und jedes Gewerbe hat jetzt sozusagen noch einen zweiten Stromvertrag mit dem jeweiligen Netzlieferanten, worüber dann der Netzstrom eingekauft wird. Klingt erstmal gut, steckt aber in den Kinderschuhen und wird auch noch die Netzbetreiber beschäftigen, wird noch uns alle in der Energiewirtschaft beschäftigen. Weil, um nur ein Detail zu nennen, Sie haben natürlich nur einen Stromzähler und der stellt jetzt erstmal fest, wie hoch Ihr Verbrauch ist. Und jetzt wird aber in der Abrechnung Ihr Verbrauch, Sie haben zum Beispiel 10.000 Kilowattstunden verbraucht und dann wird eben ein Verteilschlüssel festgelegt und es wird einfach festgelegt, dass zum Beispiel von dem eigenverbrauchten Solarstrom in dem Objekt 3.000 auf Ihr Gewerbe entfallen. Sprich, Sie haben 3.000 Kilowattstunden Solarstrom genutzt, 7.000 Kilowattstunden Netzstrom. Ihr Lieferant weiß davon aber nichts. Das heißt, der Netzbetreiber muss dem das natürlich mitteilen, dass er nur 7.000 Kilowattstunden abrechnen darf und nicht die 10.000 Kilowattstunden, die der Zähler anzeigt.
das ist trivial, aber das ist ein Riesenprozess in der Energiewirtschaft und führt leider zu sehr, sehr viel Verwirrung und zu sehr vielen Fehlern. Und wir haben ähnliche Prozesse jetzt im aktuellen Mieterstrombereich. Und also da besteht dringend auch Nachbesserungsbedarf, beziehungsweise müssen einfach Prozesse erst noch geschaffen werden, damit das wirklich funktioniert. Also will nur sagen, ist ein interessantes Modell, hat aber ist jetzt keins, was Sie jetzt heute umsetzen können. Also da sind wir einfach noch ein Stück weit von entfernt. Genau, als Alternative gibt es eben das klassische Mieterstrommodell, wo Sie dann in der Regel entweder einen Dienstleister hinzuziehen, wie unser Unternehmen, oder sich eben über eine entsprechende Software zumindest befähigen müssen, das Ganze abzuwickeln. Gehe ich aber später noch drauf ein. Genau, Eigenversorgung habe ich gesagt. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Sollte allen klar sein. Strom wird selber genutzt, Reststrom wird aus dem Netz bezogen, Überschuss wird ins Netz eingespeist, wirtschaftlich sehr, sehr einfach, vom Betrieb her auch sehr einfach. Auch das Messkonzept, hier mal vereinfacht dargestellt, sehr simpel. Sie brauchen im Endeffekt an Ihrem Netzübergabepunkt ein, zwei Richtungszähler, um zu wissen, was speist die Anlage ins Netz ein, was beziehen Sie noch aus dem öffentlichen Netz. Gegebenenfalls brauchen Sie noch einen offiziellen Erzeugungszähler. Empfehlenswert ist der immer, um einfach auch zu wissen, wie hoch ist der Eigenverbrauch, wie performt die Anlage, neben den Wechselrichterdaten sicherlich interessant. Für gewisse Anlagen ist dieser Zähler auch verpflichtend. Also wenn Sie jetzt eine Anlage größer als 1 Megawatt zum Beispiel haben, müssen Sie aus stromsteuerrechtlichen Gründen auch einen Erzeugungszähler installieren. Also das ist, denke ich, klar. Die andere Konstellation, dieses Direktliefermodell, also eine Partei liefert an eine andere Partei den Strom, ist auch relativ simpel. Ich habe den Anlagenbetreiber, der schließt eben einen Direktvermarktungsvertrag mit dem Gebäudenutzer. Da vereinbaren die zum Beispiel über eine Laufzeit von 10 Jahren einen Festpreis für den Solarstrom. Und der Gebäudenutzer hat eben parallel einen Stromvertrag mit seinem Lieferanten, dem Lieferanten seiner Wahl. Da kauft er dann eben den Residualstrom, den Netzbezug dazu. Und der Anlagenbetreiber speist die Überschüsse, die natürlich auch anfallen, ins öffentliche Netz ein. Also einfach eine Zwei-Parteien-Konstellation, wo einfach der Anlagenbetreiber nochmal wissen muss, dass er gewisse Meldepflichten einhalten muss, wobei da auch daran gearbeitet wird, dass zum Beispiel dieses Thema Stromsteuer verschlankt wird, was auch wünschenswert wäre, weil da das Hauptzollamt noch mit Formularen arbeitet und das sehr, sehr anstrengend ist. Genau, Messkonzept hier. Messkonzept hier ist im Endeffekt entspricht der Eigenversorgung mit dem Unterschied, dass der Erzeugungszähler verpflichtend ist, weil sie nur über die Differenz aus Erzeugung und Einspeisung natürlich wissen, wie viel Strom haben sie an das Gewerbe geliefert und dann auch zum Beispiel für wie viel Strom werden sie von der Stromsteuer befreit. Deswegen ist es da natürlich wichtig, neben dem Zweirichtungszähler auch einen Erzeugungszähler zu installieren. Genau. Dann schwenke ich mal in die Mehrparteien-Situation. Mieterstrom. Also was verstehen wir erstmal unter Mieterstrom? In der Regel ist es so, das ist aber jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, dass sich Mieterstromkonzepte ab einer Größenordnung, jetzt, das ist aber für Wohngebäude jetzt gemünzt, passt heute nicht, 20 Wohneinheiten oder eben ab einem Verbrauch von 100.000 Kilowattstunden in etwa, kann man das so sagen, dass sich da einfach eine Konstellation ergibt, dass das lukrativ ist. Kann auch mal davon abweichen, aber einfach so, um mal eine grobe Kennzahl mitzunehmen. Heute sprechen wir über Photovoltaik, geht aber natürlich auch in Kombination mit Blockheizkraftwerken, falls Sie vielleicht in Ihrem Objekt auch ein BHKW haben, dass das schon in der Volleinspeisung vielleicht aktuell noch betrieben wird, ist das sicherlich auch interessant, auch diesen Strom vor Ort zu nutzen. Bei Mieterstrom, anders eben jetzt als bei der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung, sprechen wir immer von einer Vollversorgung. Das heißt, derjenige, der Strom liefert, liefert nicht nur den Solarstrom, sondern auch den Netzstrom. Und kümmert sich da eben um die komplette energiewirtschaftliche Abwicklung. Auch wichtig, natürlich ist da im Gewerbebereich die Vertragsfreiheit etwas größer als jetzt im Letztverbraucherbereich, aber grundsätzlich gilt erstmal, dass es optional ist. Das heißt, wenn ein Gewerbe darauf pocht, natürlich anderweitig einen Stromvertrag abzuschließen, dann muss man ihm diese Möglichkeit gewähren. Es gibt Abweichungen davon, aber grundsätzlich gilt das. Genau, was ist bei Mieterstrom oder auch generell bei PV-Projekten, aber jetzt insbesondere bei Mieterstrom zu beachten, neben jetzt natürlich den technischen Anforderungen, der Thema Statik und so weiter, Netzanschluss zu prüfen, ist natürlich da auch das Thema,
der Zählerinfrastruktur ein sehr relevantes. Man muss natürlich wissen, wie rechnet man das Ganze ab? Nimmt man eigene Zähler, nimmt man die Zähler, die vielleicht schon verbaut sind? Vielleicht da auch ein wichtiger Hinweis, weil das im Bereich Mieterstrom tatsächlich immer ein wesentlicher Punkt ist. Ab 01.01.25 gibt es auch da eine gesetzliche Grundlage, dass die grundzuständigen Messstellenbetreiber, also das sind in der Regel die Netzbetreiber, auch die Zähler zur Abrechnung von Mieterstromkunden bereitstellen müssen. Es gibt noch eine Übergangsfrist von 4 Monaten, aber grundsätzlich müssen die sozusagen diese Zähler auch bereitstellen. Aktuell ist es noch so, sie können, müssen aber nicht. Das heißt, man kann auch sozusagen eigene Zähler beschaffen müssen. Und das sind halt sozusagen noch ein paar andere Themen, die jetzt hier im Bereich Mieterstrom dazukommen. Man muss sich natürlich dann auch um den Abschluss der Stromlieferverträge mit den Gewerbeparteien kümmern und letzten Endes auch um die Abrechnung. Und dafür, das kann man theoretisch selbst, wenn man sich sozusagen in dieses energiewirtschaftliche Feld bewegen möchte, oder man spricht eben mit Dienstleistern wie unseren Unternehmen, die das eben dann den jeweiligen Anlagenbetreibern abnehmen. Das Messkonzept, und da wird es jetzt wieder spannend, was jetzt auch das Solarpaket anbelangt, bietet mittlerweile 2 Möglichkeiten. Status quo war, dass sie immer auch wieder wie in Direktliefermodellen Erzeugungszähler und eben auch einen Zwei-Richtungszähler benötigen. Jetzt ist es so, dass dieser Zwei-Richtungszähler gerade im Bestand häufig eine Herausforderung darstellt. Ist immer eine Wandlermessung aufgrund einfach der Stromstärken, die da gemessen werden. Und wenn Sie jetzt vielleicht auch ein Objekt mit der Trafostation haben, dann ist es nicht immer ganz einfach, da noch ein Messfeld oder ein Messwandlerschrank nachzurüsten und auch dann mit immensen Kosten verbunden. Das ist sozusagen der Status quo, darüber wird das Ganze abgerechnet. Daneben bekommt jede Gewerbeeinheit einen eigenen Zähler und dann besteht eben die Möglichkeit, an diesem Mieterstrommodell teilzunehmen oder eben nicht teilzunehmen. Und das Ganze wird im Endeffekt, ohne jetzt auf die Details einzugehen, über diesen Hauptzähler bilanziert und abgerechnet. Das ist der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Jetzt gibt es eine Neuerung, das sogenannte virtuelle Summenzählermodell, hat bis sicherlich der ein oder andere jetzt auch über die Presse verfolgt. Achso, ich muss noch weitermachen hier. Ein spannender Ansatz, weil man genau diesen Zwei-Richtungszähler physisch vor Ort nicht mehr installieren muss. Im Gegenzug ist es so, dass man dann alle Zähler, die im Objekt verbaut sind, also Erzeugungszähler, alle Verbrauchszähler als sogenannte intelligente Messsysteme ausführen muss. Das kann entweder über den grundzuständigen Messstellenbetreiber, sprich Netzbetreiber, kommen oder eben auch über wettbewerbliche Messstellenbetreiber, die diese Dienstleistung auch anbieten. Und da hat man einfach den Vorteil, manchmal ist es aus Platzgründen oder einfach technisch zu aufwendig, diesen Summenzähler zu installieren. Und da kann man dann eben einfach auf diese intelligenten Messsysteme setzen. Also einfach sage ich jetzt, das wird noch einen Moment dauern, bis das sozusagen in der Breite verfügbar ist. Aber die gesetzliche Grundlage ist da. Und dann ist es eben möglich, dass man einfach von jeder Verbrauchsstelle und auch von der Erzeugungsanlage einen 15 Minuten Lastgang hat oder ein Profil. Und das kann man eben dann miteinander verrechnen. Dann kann man wirklich auch sagen, in einer 15-minütigen Auflösung, wie viel Solarstrom hat jeder Letztverbraucher selbst sozusagen bezogen. Und ein ganz wichtiger gesetzlicher Hinweis, das sogenannte Liegenschaftsmodell. Ich kann über den virtuellen Summenzähler alle Einheiten dazu zwingen, das identische Messsystem zu verwenden. Weil man will natürlich jetzt vermeiden, dass der eine einen wettbewerblichen Messstellenbetreiber beauftragt, der andere ist beim Grundzuständigen, dann müssen die wieder die Daten austauschen und so kann ich da direkt von vornherein auch als Vermieter übrigens Klarheit schaffen und vorschreiben, welches Messsystem zu verwenden ist und das macht auch Sinn, weil ansonsten ist das Ganze nicht abrechenbar. Und das ist natürlich jetzt eine spannende Alternative, die auch vor allem ab 2025 verfügbar ist. Erste Projekte werden damit auch umgesetzt. Wir sind auch gerade in einer Pilotphase von einem größeren Projekt, wo wir das testen und sind aber gute Dinge, dass das auch funktioniert. Vom Betreiberkonzept her ist es so, bei dem Lieferkettenmodell, dass eben ein Dienstleister wie mein Unternehmen dann mit eingeschaltet wird, funktioniert eigentlich wie folgt. Sie betreiben jetzt zum Beispiel eine Anlage auf einer Mehrparteienimmobilie und möchten jetzt nicht sozusagen selbst als Stromlieferant auftreten. Dann schließen Sie mit uns oder eben einem anderen Dienstleister einen Direktvermarktungsvertrag, ähnlich wie in dieser Direktlieferkonstellation. Wir vergüten Ihnen den Strom besser, als wenn Sie den ins Netz einspeisen und kümmern uns dann um die komplette energiewirtschaftliche Abwicklung. Das heißt, die Mieter, die dann diesen Strom beziehen möchten, schließen mit uns den Stromvertrag ab. Wir kümmern uns um das Messwesen, um die Abrechnung, um den ganzen Kundenservice.
sodass einfach der Anlagenbetreiber sozusagen mehr Erlöse generiert, eine Anlage installieren kann, ohne sich mit diesen ganzen untiefen und bürokratischen Themen befassen zu müssen. Überschüsse, die natürlich auch anfallen, speist der Anlagenbetreiber wieder ins öffentliche Netz ein und erhält auch da sozusagen wieder die Vergütung vom Netzbetreiber. Und jetzt die Änderung über das Solarpaket ist eben, dass man dann neben der Vergütung, die man von unserem Unternehmen erhält, auch den sogenannten Mieterstromzuschlag für den Solarstrom in Anspruch nehmen kann, der vor Ort verbraucht wird. Das sind immerhin auch nochmal 2 Cent pro Kilowattstunde in Abhängigkeit der Anlagenleistung. Also sicherlich auch schon ein Modell, das es jetzt möglich macht, in Mehrparteienkonstellationen standardisiert solche Anlagen wirtschaftlich auch zu betreiben. Auch mit dem Effekt, dass natürlich die Stromkosten für die Gewerbeparteien günstiger sind, sonst macht es natürlich keinen Sinn. Genau, dann möchte ich einfach nochmal so ein bisschen sensibilisieren, was sind so die Stellschrauben bei der Wirtschaftlichkeit, neben natürlich den Installationskosten, die natürlich entscheidend sind. Ist natürlich auch wichtig, in welchem Netzgebiet bewege ich mich, also welche Netzentgelte liegen zugrunde, weil es ist natürlich so, dass ich die Netzentgelte einspare über die Solarstromnutzung. Das heißt, je höher die Netzentgelte, desto höher die Einsparungen und somit auch desto wirtschaftlicher, kann man jetzt mal so sagen. Wie sehen die Vergleichstarife aus? Vor allem bei Gewerbe haben wir natürlich sehr volatile und unterschiedliche Tarife, je nachdem, ob sie ein Gewerbe sind, was mehr als 100.000 Kilowattstunden verbraucht und neben dem reinen Verbrauch zum Beispiel auch die Leistung zu zahlen hat, muss man eben einfach schauen, ist man da mit einem Solarstromtarif wettbewerbsfähig? In der Regel ist man das und zukünftig immer mehr, denn die Netzbezugskosten werden sicherlich eher zu als abnehmen. Dann ist natürlich auch entscheidend, wie groß ist das Objekt, das heißt, wie hoch ist der Verbrauch, wie hoch ist mein Anteil an Solarstrom, den ich vor Ort nutzen kann. Kann ich eben, um das zu verbessern, weitere Sektoren einbinden, eine Wärmepumpe, E-Ladepunkte, denke ich, liegt auf der Hand. Kann ich zum Beispiel über einen Speicher die Eigenverbrauchsoptimierung betreiben. Das sind halt alles Themen, die damit reinspielen. Und natürlich auch, wenn ich jetzt gerade in der Mehrparteienimmobilie unterwegs bin, muss ich natürlich meine Mieter auch mitnehmen. Also ich muss natürlich auch von vornherein erläutern, warum das sinnvoll ist. Ich muss natürlich auch einen guten Preis anbieten, weil letzten Endes ist das auch wichtig, dass die Mieter dann einen Stromvertrag abschließen und den Solarstrom auch abnehmen, damit das alles wirklich aufgeht. Genau, ich kann nur empfehlen, und das gilt nicht nur für unser Unternehmen, für alle Unternehmen im Markt, die das sicherlich auch beraten. Bei uns ist es auch so, wenn Sie sagen, Sie haben ein Objekt, Sie haben Interesse, können Sie auch bei uns die Checkliste ausfüllen und werden dann auch beraten, was sozusagen jetzt für Sie das geeignete Betreiberkonzept ist. Ich denke, da findet man auch sonst mittlerweile gute Informationen, sodass man da wirklich auch weiß, in welche Richtung es gehen soll. Und wie gesagt, auch wenn Sie jetzt sagen, Sie würden Ihr Dach bereitstellen, aber nicht selbst investieren wollen, da gibt es auch eben Lösungen, wie man da in eine erfolgreiche Umsetzung kommt. Genau zum Abschluss, einfach um Ihnen vielleicht nochmal ein Gefühl zu geben, wollte ich nochmal ein paar Projekte zeigen, die da sozusagen, damit Sie auch ein Gefühl bekommen, was geht, was ist interessant, vielleicht sehen Sie sich da irgendwo wieder. Wir haben hier zum Beispiel im Funkstadt, das ist ein Neubau, eine Gewerbeeinheit mit Werkstätten und Büroräumlichkeiten. Und da ist es tatsächlich so, da hat auch der Investor die PV-Anlage finanziert. Und da sieht man einfach schon, dass das Thema Gewerbe eine Relevanz hat. Ne? Also im privaten Bereich, auch im Mehrparteien-Wohngebäudebereich sind die Anlagen deutlich kleiner. Bei Gewerbedächern, da schaffen wir einfach andere Leistungen, wie jetzt hier zum Beispiel 350 kW. Da wird eine Wärmepumpe mit versorgt, da werden E-Ladepunkte mit versorgt. Und wir schaffen tatsächlich in den Projekten einen Autarkiegrad von 40-50% ohne Speicher. Und das ist schon eigentlich der Hammer, muss man sagen. Also das schaffen sie in keinem Wohngebäude. Genauso hier bei einer Bestandsimmobilie. In dem Fall hat eine Energiegenossenschaft investiert. Das sehen Sie auch. Es können auch ganz andere Akteure solche Anlagen finanzieren, wenn sie es nicht selbst machen wollen. Die suchen auch Projekte, da ist Kapital vorhanden, bei Energiegenossenschaften nicht zu unterschätzen. Und da ist auch eine Gewerbeeinheit mit 16 Parteien, die da schon seit mehreren Jahren jetzt mit einer Mieterstromanlage unterwegs ist. Klar, im Neubau ist es natürlich, sollte es Standard werden, hier eigentlich schön gemacht mit einem Gründach. In Mannheim ist das Projekt und auch hier sieht man einfach die Leistung, die man generieren kann auf einer toten Fläche, sage ich mal, ist schon beeindruckend und einfach sinnvoll. Also der Strom wird vor Ort genutzt. Er wird auf einer Brachfläche erzeugt, besser geht es nicht. Genau, das sind so einfach mal ein paar
Projektbeispiele und genau, dann wäre es das eigentlich von meiner Seite auch gewesen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich glaube, wir haben noch hoffentlich ein bisschen Zeit für Fragen. Ich habe ein bisschen lange gequatscht, ne? Nee, alles gut. Ich würde sagen, zwei schnelle und unkomplizierte Fragen können wir zulassen, wenn es die denn gibt. Hat denn jemand Fragen? Sie bekommen gleich ein Mikro. Moment. Karl-Heinz Müller, mein Name. Ich habe einen Kunden, der hat 650 kW Peak in Essen und hat in Karlsbad seine Kanzlei und möchte gern den Strom rüberbringen. Geht aber nicht, weil der Netzbetreiber sagt, macht er nicht. So, wo ist da die gesetzliche Vorlage, dass er es machen muss? Nächster Fall in Celle hat er eine 750 kW Peak-Anlage und in Karlsruhe seine Firma. Geht auch nicht, wird abgelehnt. Ist auch richtig, also geht nicht. Über was ich jetzt gesprochen habe, ist immer sozusagen, wir bewegen uns immer hinter einem Netzanschlusspunkt, immer vor Ort. Also es ist tatsächlich auch nicht trivial, eine ortsübergreifende Vermarktung. Es gibt ja auf europäischer Ebene bereits Gesetzes- oder Richtlinien, die ja auch dann in Gesetze münden sollen. Allerdings ist es auch so, dass die Energiewirtschaft natürlich von den Prozessen da erstmal hinkommen muss. Ist natürlich ein Gedanke, der total naheliegend ist. Aber vor allem, wenn man sich jetzt vielleicht noch im selben Netzgebiet bewegt, da ist es auch sinnvoll, wenn man es jetzt so ganz querbeet durch die Bundesrepublik ist, es wieder, sei es mal dahingestellt. Aber es gibt da auf jeden Fall klare Ansätze, aber momentan haben die Netzbetreiber Ihnen da schon die richtige Antwort gegeben. Ja. Danke. Dann hatten Sie noch eine Frage und danach würde ich sagen, machen wir weiter. Sie haben im Anschluss auch noch mal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ja. Ganz überrascht, dass ich das war. Volker Rossmann von der Firma Pixi. Ich habe mit großem Interesse die ganzen Regularien jetzt hier verfolgt von Ihnen. Das war sehr gut strukturiert, fand ich. Das Thema Speicher hat keine große Rolle gespielt. Darf ich fragen, warum? Es wäre eigentlich logisch. Ja. Zeitrahmen. Also es gibt tatsächlich im Solarpaket auch einen ganz eigenen Passus zu dem Thema Speicher, der sehr spannend ist, weil was ich einfach abwürgen, wenn ich zu lange rede, aber Wichtig ist ja, wir haben ja jetzt schon Speicher durch die KfW-Förderung und so weiter und es ist eigentlich schade, dass diese ganze Speicherkapazität zum Beispiel im Winter ruht. Weil Speicher sind leer, können nicht genutzt werden, weil sie ja nicht mit Netzstrom beladen werden dürfen. Und jetzt gibt es so einen Multi-Use-Ansatz, der ist aber auch noch nicht so ganz ausdekliniert, aber es geht voran, dass man einfach auch sozusagen, wenn zum Beispiel viel Windstrom im Netz ist und der Strom, wenn man sogar Geld bekommt, wenn man Strom abnimmt, dann wird es natürlich Sinn machen, den in den Speicher zu packen und dann wieder zu nutzen. Und da geht die Reise hin. Da bedarf es natürlich auch noch einiger Anstrengungen, aber das ist genau der Ansatz und da werden Speicher natürlich wahnsinnig interessant. Das heißt, wenn man jetzt schon einen Speicher hat, weil es vielleicht über eine Förderung sich gerechnet hat oder weil die Kosten ja jetzt auch fallen, das wird in Zukunft noch viel attraktiver werden. Oder auch E-Autos sind ja auch im Endeffekt Speicher, wo es ja jetzt auch Vehicle to Grid, also sprich, dass man den Strom aus dem E-Auto wieder ins Netz einspeisen darf und so weiter und netzdienlich das Ganze betreibt, da geht die Reise hin. Schönen Dank. Ja, super. Dann nochmal vielen lieben Dank, Herr Netter, für Ihren Input. Von Ihnen haben wir jetzt, das können Sie mir gerade geben, von Ihnen haben wir jetzt quasi gehört, wie es geht oder wie es gehen kann. Aber wir wissen ja auch, irgendwie muss man das ja auch bezahlen als Unternehmen. Da haben wir jetzt den nächsten Vortrag von Herrn Dr. Fuß vom Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung von der Stadt Darmstadt. Wir freuen uns auf den Vortrag. Hier ist Ihr Mikrofon. Vielen Dank. Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen und vielen Dank für Ihr Interesse. Ganz kleine Anekdote am Anfang war so, wir haben das konzipiert. Ich habe mit Herrn Theobald telefoniert, wir würden das gerne machen für Gewerbetreibende. Und da haben viele gesagt, das ist ganz schwer. Gewerbetreibende da sozusagen in so eine Veranstaltung zu locken vor Ort, das wird ganz schwer. Der Vorteil, den Sie jetzt haben, wenn Sie das heute spannend finden und sagen, das war jetzt sehr viel Input auf einmal, kann ich vollkommen nachvollziehen, denn es kommen ja noch mehr Menschen, die gleich was sagen. Wir zeichnen das Ganze auf. Wenn Sie es interessiert und im Nachgang nochmal reinschauen wollen, finden Sie das auf der Homepage der Stadt Darmstadt in ein, zwei Wochen, vielleicht auch bei der IHK. Haben wir noch nicht besprochen, wäre auch denkbar. Auf jeden Fall bei uns. Und wenn Sie Nachbarn, Gewerbetreibende haben, Freunde, Bekannte, die sagen, das könnte mich auch interessieren, die vielleicht heute nicht mehr kommen konnten, weil tatsächlich die Anmeldung voll war, dann können Sie das weiterempfehlen. Wird uns sehr freuen.
Ich starte mal grundsätzlich mit dem Thema unseres Amtes. Frisch, noch immer relativ frisch, 2021 gegründet. Zwei Kolleginnen, die den Abend mit vorbereitet haben, sind heute dabei. Wir sind aktuell 13 Mitarbeitende und haben als Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung in Darmstadt diese große Herausforderung hier vernetzend, beratend und unterstützend sowohl in der Verwaltung als auch in der Stadtgesellschaft zu wirken. Da sage ich gleich auch noch was dazu zum Thema Stadtgesellschaft. Da haben wir nämlich auch ein paar ganz tolle Dinge in Darmstadt. Wir haben den Klimaschutzplan aufgestellt, wir erarbeiten aktuell einen Klimaanpassungsplan. Auch da lohnt es sich für Sie vielleicht auch mal auf unsere Homepage zu schauen und sich auch gerne zu beteiligen als Gewerbetreibende in Darmstadt, was die Klimaanpassung angeht. Große Herausforderung, vor der wir stehen. Ganz oft sind ja gerade die Gewerbegebiete die besonders von Hitze belasteten Bereiche in einer Stadt. Ich gehe einfach mal direkt weiter. Wichtig ist natürlich bei uns auch das Thema Dimensionen. Wir haben als Stadt Darmstadt, und da ist der Fünf-Fingerturm unser Wahrzeichen, ja auch die Aufgabe, als Vorbildfunktion voranzugehen und entsprechend hier auch diese Themen bei uns auf unseren eigenen Liegenschaften umzusetzen. Da hat die Stadt Darmstadt das ambitionierte Ziel, bis 2030 alle Solarpotenziale zu heben auf eigenen Liegenschaften. Aber wir sind ja eben auch, genau das Stichwort Liegenschaften, wir sind ja auch diejenigen, die Infrastruktur bereitstellen, die die Schulen in Schuss halten oder erneuern müssen, die eben durch öffentliche Informationen und Angebote wie den heutigen Abend hier auch in die Gesellschaft, in die Wirtschaft hinein wirken und eben auch einfach informieren und beraten können und nicht zuletzt auch unter Umständen fördern. Und dann haben wir das große Thema auch der vier Wenden, in Anführungsstrichen, also dieses Thema der Verkehrswende, Konsum, aber vor allen Dingen eben auch Energie- und Wärmewende. Und da stehen wir vor sehr großen Herausforderungen, die wir eben hier gemeinsam nur bewältigen können. Und das ist sozusagen ein Schaubild, den wir im Klimaschutzplan, das wir im Klimaschutzplan erarbeitet haben. Brauchen Sie jetzt gar nicht im Detail sozusagen alles erfassen. Es soll einfach spielerisch den Menschen auch zeigen, was passiert hier eigentlich? Was ist bei diesem Thema Energie- und Wärmewende so los, in Anführungsstrichen? Und was ich gerne zeige in der Mitte, da sind so drei Personen, die haben drei Puzzleteile und die müssen ineinander greifen. Und das ist genau das, worum es heute auch geht. Wenn wir die Energiewende schaffen, voranzubringen auf Darmstädter Gemarkung, soweit wir es eben können, wie Michael Kolmer schon gesagt hat, wir sind zum Glück keine Insel und deswegen ist auch schön, dass heute Unternehmen aus dem Landkreis dabei sind, dann gibt uns das die Möglichkeit, auch die Wärmeversorgung in Zukunft zu dekarbonisieren, also klimafreundlich zu machen. Und das hängt auch mit dem Gewerbe- oder mit den Wohngebäudebeständen insgesamt zusammen, sprich die energetische Qualität. Und wenn man das sozusagen nochmal jetzt ein bisschen schärft, dann geht es eben in Darmstadt tatsächlich darum, wie in vielen Kommunen auch in Zukunft hier diese ganzen Themen gleichzeitig zu bearbeiten. Anders werden wir es nicht schaffen, weil eben viele Jahre in dem Bereich sehr wenig passiert ist. Also das Thema Abwärmenutzung. Wir arbeiten aktuell auch die kommunale Wärmeplanung der Stadt Darmstadt. Wir gehen auf einzelne Unternehmen schon zu, die großen, wenn es ums Thema Abwärme geht. Wenn Sie aber Interesse haben und sagen, Mensch, ich habe Abwärme, melden Sie sich gerne auch bei uns und sagen Sie Bescheid, wenn da sozusagen Potenziale sind oder Sie einfach auch Rückfragen zu dem Thema haben. Da sind wir jetzt gerade im Prozess. Natürlich geht es darum, wir müssen Sanierungsraten steigern. Deswegen sind wir da im Wohngebäudebereich sehr aktiv, auch mit der Effizienzklasse als beauftragten Dienstleister. Und es geht eben, hoppla, das ging jetzt schneller als gedacht, und es geht eben auch darum, die Photovoltaik auszubauen. Das ist ein Bild, das kennen Sie vielleicht von Zeit.de, Energiewendemonitor. Das ist ein ganz aktuelles Bild. Da sehen wir sozusagen die Ausbauziele des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz für dieses Jahr, gerade zum 1.7. oder zum 26. Juni haben wir es gezogen. Und was wir sehen, ist, dass der Photovoltaikzubau dieses Jahr genauso wie letztes Jahr übrigens tatsächlich über Plan stattfindet. Also es ist mehr als das, was notwendig wäre nach den Langfristszenarien, wird zugebaut in Deutschland, was sehr erfreulich ist. Beim Windkraftzubau, da gibt es noch Nachholbedarf. Liegt aber auch an den längeren Verfahren, die Herr Theobald genannt hat. Aber das Schöne ist, die Baugenehmigungen, die dieses Jahr erteilt wurde, sind wirklich stark gestiegen. Wir hoffen also, dass wir hier weiterkommen. Zum Thema Photovoltaik, da ist das Schöne, nachdem das komplett eingebrochen ist vor so 10, 12 Jahren, sehen wir eben so ein zartes Pflänzchen, das jetzt wirklich ordentlich zulegt. Und letztes Jahr hatte ich schon genannt, da haben wir das vorgesehene Ausbaupotenzial schon überschritten und dieses Jahr sind wir gut dabei. Das soll aber weitergehen und das Interessante ist natürlich, wie wirkt sich das aus? Wir sind heute schon bei einem Bereich so zwischen 50 und 60% erneuerbare Energien.
bei unserem Strombedarf, den wir decken können, und müssen da natürlich weiterkommen. Warum hatten Michael Kolmer und Daniel Theobald auch schon erwähnt? Es geht natürlich darum, uns unabhängiger zu machen, resilienter und vor allen Dingen auch Kosten zu reduzieren. Denn die erneuerbaren Energien sind mit Abstand die günstigsten Stromerzeugungsmöglichkeiten. Was ganz schön ist, ist, dass wir sehen, dass das nicht nur in Deutschland jetzt so ein bisschen Fahrt aufnimmt, sondern wir eher langsam sind, nachdem wir lange Jahre ganz vorne waren. Diese Solar Power Generation finden Sie, wenn Sie Our World in Data mal eingeben. Da können Sie sich eine zeitliche Projektion anschauen. Und wenn man sich das anguckt, das fängt so in den 70er, 80er Jahren an, dann war Deutschland ganz weit vorne. Und tatsächlich stellen wir fest, wenn wir jetzt mal schauen, weltweit sind wir in einem absoluten exponentiellen Zubau. Also wenn Sie sich jetzt entscheiden, sozusagen Ihr Dach zu nutzen, sind Sie voll dabei im Trend, in Anführungsstrichen. Das passiert gerade weltweit. Und es passiert eben vor allen Dingen auch in China, in Asien allgemein. Da ist jetzt sozusagen, das ist ja auch ein Grund, warum das so günstig geworden ist, Photovoltaik zu installieren. Die Produktionskapazitäten wurden aufgebaut und das kann man kritisch diskutieren, wie das mit der europäischen Solarbranche aktuell aussieht. Können wir gerne tun, aber was ein Fakt ist, ist, dass weltweit die Photovoltaik massiven Zubau erfährt und das ist erstmal eine gute Nachricht. Und Europa ist hier auch auf dem aufsteigenden Ast, nachdem es lange Jahre sozusagen nur im Krebsgang voranging. Und auch Amerika, also die USA, sind hier auch durch das Inflation Reduction Act der beiden Regierungen deutlich auf dem Zubau. Das ist erstmal eine gute Nachricht für unsere globale Situation. Und in Darmstadt oder in Hessen allgemein gibt es auch schon gute Angebote. Da möchte ich die Landesenergieagentur nennen, die eben auch ein Tool anbietet, schon seit vielen Jahren, des Solardachkatasters, mögen Sie vielleicht sogar schon kennen. Was gut ist, es wurde erweitert um ein neues Tool, im Endeffekt um verschiedene Verbräuche zu simulieren, also für Gewerbetreibende. Und mit dieser Erstabschätzung, die Sie bekommen, wenn Sie reinzoomen, in Anführungsstrichen, dann sehen Sie eben Ihre Liegenschaft und können dann bis auf die Gebäudeebene runtergehen und sich anschauen, wie ist das Potenzial auf meinem Dach? Welche Fläche kann ich nutzen, theoretisch? Und wie viel Kilowatt-Peak, den Begriff haben wir heute oft gehört, kann ich dort unterbringen? Also wie viele Module Photovoltaik kann ich installieren? Und was ist sozusagen der maximale Output, den ich generieren kann? Und wenn Sie das dann tun, dann bleiben Sie da nicht stehen. Das ist interessant, manchmal geht es in die Richtung, manchmal in die. Dann bleiben Sie da nicht stehen, sondern mit dem Solardachkataster können Sie sogar dann ausrechnen, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung machen. Das ist natürlich ein erster grober Anhaltspunkt. Das hängt von vielen Faktoren an, das hat der Herr Netter schon gesagt. Aber Sie können eben vor allen Dingen verschiedene Energieverbräuche und Profile, wie zum Beispiel Gewerbetreibende, 8 bis 17 Uhr einstellen und kommen da relativ gut an die Wahrheit, sozusagen an die Realität dran. Sie können auch die Neigung verändern, wenn Sie ein Flachdach haben und Sie stellen dann auf Richtung Ost oder West oder nach Süden und werden sehen, das verändert den Ertrag und das verändert auch die potenzielle Abdeckung Ihres Verbrauchs. Und was Sie am Schluss dann bekommen können, ist, je nachdem, was Sie einstellen, auch ob das komplett eigenfinanziert ist oder ob Sie einen Kredit benötigen, dann bekommen Sie hier unterschiedliche Informationen auch zur Wirtschaftlichkeit. In dem Beispiel, das meine Kollegin hier dargestellt hat, ist es eben nach 10 Jahren die Amortisation erreicht und über die gesamte Laufzeit wird eben ordentlicher Gewinn eingefahren. Das ist natürlich abhängig von den vielen Dingen, die auch Herr Netter genannt hat, wenn später noch ein Speicher dazu käme oder die Anlage erweitert wird. Das Thema Elektromobilität, ganz wichtig dabei auch zu betrachten. Aber es ist auf jeden Fall ein erster guter Anhaltspunkt, um zu wissen, in welche Richtung es gehen könnte. Die Lea hat auch eine Broschüre herausgegeben, ganz frisch, jetzt im Juni. Die finden Sie auch online auf deren Seite. Sie heißt Photovoltaik für Gewerbebetriebe und Unternehmen. Und auch die RKW-Beratungsstelle ist heute hier. Die haben wir auch mit eingeladen. Wo ist der Kollege? Da hinten sitzt er. Er wird nachher an dem Stand auch für Sie zur Verfügung stehen, als für Rückfragen. Das ist auch ein Angebot des Landes, um eben gerade Gewerbetreibende ganz speziell, spezifisch zu beraten. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Darmstadt ist durchaus auch dafür bekannt, dass wir sehr viele zivilgesellschaftliche Gruppen haben, die sich ehrenamtlich engagieren. Und eine dieser Gruppen ist die Heiner Solarberatung. Christoph Schaaf ist heute hier als ein Vertreter. Die sind bisher unterwegs vor allen Dingen für Privatpersonen. Also jeder, der hier sitzt, ist ja auch Privatperson und hat vielleicht noch ein Gebäude in Darmstadt. Da kann man sich hinwenden, im ersten Schritt als Privatperson, um einfach
nachbarschaftlich, ehrenamtlich und ohne jegliches eigenes wirtschaftliches Interesse kostenlos eine Ersteinschätzung zu bekommen und sogar Angebote mit den Bürgersolarberatern gemeinsam zu vergleichen. Die Initiative haben wir gemeinsam mit dem BUND Darmstadt und der Heiner Energie aufgebaut und die qualifiziert sich gerade tatsächlich auch weiter, um auch Gewerbetreibenden Anhaltspunkte geben zu können und zu unterstützen. Erste Projekte werden gerade sozusagen begleitet. Auch das ist eine Möglichkeit, wo Sie sich hinwenden könnten, um da weitere Informationen zu bekommen. Die Stadt Darmstadt gilt natürlich nur auf kommunalem Gebiet, hat ein eigenes Förderprogramm für Photovoltaik. Nicht, weil das notwendig wäre für die Wirtschaftlichkeit einer Anlage, das haben wir hinreichend gehört, es lohnt sich, sondern weil wir in relativ kurzer Zeit sehr viel Zubau benötigen, um unsere eigenen städtischen Ziele zu erreichen und weil es volkswirtschaftlich durchaus auch Sinn ergibt, dass wir hier vorankommen. Und wir fördern Privatpersonen, aber auch kleine und mittlere Unternehmen, und zwar bis zu mit 200 Euro pro Kilowatt Peak bis 6.000 Euro maximal. Und das ist auch ein schönes Ding, was heute Abend noch passiert. Es ist auch jemand dabei, heute spricht gleich noch, der unser erster Gewerbetreibender war, der diese Förderung in Anspruch genommen hat. Und das ist hier ganz in der Nähe in der Hilbertstraße. Auch solche Balkonkraftanlagen, solche Stecker-Solargeräte, die jetzt bis 800 Watt Leistung haben dürfen am Wechselrichter, werden von uns bis zu 50% bezuschusst. Wir haben bisher 28 Gewerbetreibende gefördert. Das dürfen gerne mehr werden. Aktuell im Bereich von nur 7 Kilowatt Peak bis hin zu 117. Das ist dann schon eine sehr große Anlage. Und bisher haben wir hier insgesamt in Darmstadt, also bei privaten und Gewerbetreibenden, 8,4 Megawatt Peak mit unterstützen dürfen als Stadt Darmstadt. Das Gewerbe ist sozusagen nicht mal ein halbes Megawatt Peak. Da ist also noch Potenzial. Und das Schöne ist, es ist ein ganz einfaches, einstufiges Verfahren, Stichwort Bürokratie. Wo wir das können als Stadt Darmstadt, tun wir das. Und es gibt ein paar Voraussetzungen, die möchte ich nicht verschweigen, aber die sind relativ schnell gleich gezeigt. Und was man hier noch sieht, was die Kollegin gerade frisch erstellt hat, ist so eine Heatmap, wie sich die Photovoltaik im Moment bei Aufdachanlagen im Stadtgebiet verteilt. Und man sieht es eben auch hier, gerade im Bereich unserer großen Gewerbegebiete in Darmstadt, da gibt es noch Potenzial. Das Verfahren ist ganz einfach, passt auf eine Folie wie versprochen. Sie projektieren die Anlage, Sie sprechen mit dem Netzbetreiber, auch die sind heute hier dabei und werden gleich nochmal das Prozedere erläutern. Sie haben sozusagen diese Zusage des Netzbetreibers, bei uns eben die E-Netz. Dann installieren Sie die Anlage, setzen Sie in Betrieb, melden Sie an und erst dann stellen Sie den Antrag. Also es ist ein einstufiges Verfahren. Sie müssen nicht vorher, und dann ist es förderschädlich, wenn Sie dies oder jenes tun. Solange dieses Förderprogramm besteht, wird es so sein, dass es ein einstufiges Verfahren ist. Abschließend noch, weil ja auch nicht nur Menschen aus Darmstadt hier dabei sind, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten auch auf Landes- und Bundesebene, die ich kurz zeigen möchte. Und dazu ist vor allen Dingen zu sagen, es gibt drei KfW-Programme, die nutzbar sind. Das erste, dieses, und das schauen Sie sich gerne dann nochmal auf deren Homepage an, das ist sehr schön dargestellt und übersichtlich, also wer darf es in Anspruch nehmen, wie sind die Konditionen. Das erste ist das sogenannte Programm 293, das ist durchaus attraktiv aufgrund der Zinssätze, die dort anfallen. Es gibt allerdings auch ein paar Nachteile, nämlich man kann keine EEG-Vergütung in Anspruch nehmen. Aber es gibt dort verschiedene Module und unter anderem das Thema auch Elektrifizierung des Fuhrparks ist dort förderfähig. Unternehmen im In- und Ausland sind förderberechtigt. Dann gibt es das 299, das gilt tatsächlich nur für den Neubau oder beim Kauf von neuen Gewerbeimmobilien. Da ist es möglich, eben auch die Photovoltaikanlage mit abzuwickeln. Kann es ja durchaus an der einen oder anderen Stelle relevant sein, dass man das eben dann sich mit fördern lassen kann, beziehungsweise mit darüber finanzieren kann. Und dann gibt es noch ein Programm 270. Hier ist die EEG-Einspeisung möglich. Dafür hat man einen etwas weniger guten Zinssatz vielleicht, aber dafür ist es eben auch mit Komplettfinanzierung möglich zu realisieren. Und diese Fragestellung, lohnt sich dann auch bei dem Zinssatz oder nicht? Damit können Sie eben zum Beispiel bei dem Solardachkataster schon spielen und schauen, wie verhält sich die Eigenkapitalquote im Vergleich mit eben etwas, was ich aber bei der Bank aufnehmen kann. Und das lässt sich eben auch kombinieren in Gesprächen mit der eigenen Hausbank, wie sich das im Endeffekt dann darstellt. Das war auch schon alles von meiner Seite.
an sich nur noch der Werbeblock auf unserer Homepage darmstadt.de Klimaschutz. Finden Sie ganz viel weitere Informationen. Wir haben ein paar Informationsmaterialien dabei. Und nach der kurzen Input von meiner Seite gäbe es jetzt auch die Möglichkeit für Fragen. Deswegen kommt Frau Thomas. Ansonsten eben wirklich, nachher möchten wir alle hier vorne nochmal stehen als Referenten und der Gesamtfragerunde zur Verfügung stehen. Eine Frage lassen wir zu. Ja, Tanja Dornay, mein Name. Vielen Dank für den Vortrag. Zwei Fragen hätte ich. Die eine, beziehungsweise ein Lob. Ich selber plane und baue schon seit 15 Jahren Photovoltaikanlagen und ich finde den Prozess der Förderung, den die Stadt Darmstadt jetzt auf die Beine gestellt hat, sehr unbürokratisch. Wir haben für viele Kunden die schon in Anspruch genommen und sprechen in Deutschland sehr gerne immer darüber, dass wir entbürokratisieren wollen. Und das wurde hier tatsächlich auch in die Tat umgesetzt. Vielen Dank. Das andere ist, wir haben einen Gewerbekunde, der 100 kW-Anlage jetzt ans Netz bringen möchte. Gilt da auch die Förderung in Erzhausen? Nein, Erzhausen gehört nicht zum Stadtgebiet Darmstadt. Das ist wirklich die kommunale Grenze. Wir haben da sehr viele Anrufe jeden Tag aus dem Landkreis. Aber wir müssen leider immer wieder sagen, wenden Sie sich bitte an den Landkreis, wir können das nicht fördern. Gut. Wunderbar. Da würde ich sagen, je mehr die Leute, die jetzt nicht aus Darmstadt kommen, je mehr sie beim Landkreis anrufen, ich würde sagen, die Chance erhöht sich, dass vielleicht dann auch dort ein Förderprogramm umgesetzt wird. Nochmal vielen lieben Dank an Herrn Dr. Voss. Ich wollte an der Stelle, da sind Sie mir jetzt gerade schon zuvor gekommen, auch nochmal Werbung machen für das RKW, was heute auch da ist, draußen mit einem Stand. Es gibt ja für die Leute, wie Sie schon gesagt haben, die jetzt nicht in der Stadt Darmstadt ansässig sind, auch andere Förderprogramme, nicht nur im Bereich Photovoltaik, sondern auch bei Energieeffizienzmaßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen und alles aus diesem Spektrum. Gehen Sie da sehr, sehr gerne auf die Kollegen vom RKW zu. Die haben da sehr viel Ahnung und wissen, wie man welches Förderprogramm am besten wie kombiniert. Also zögern Sie nicht und im Anschluss an die Veranstaltung gerne an den Stand vom Herrn Petritsch gehen. So, jetzt haben wir quasi erstmal gelernt, was gibt es denn so für Betreibermodelle, was haben wir für Möglichkeiten, wie kann ich es finanzieren? Aber wir haben ja noch einen dritten sehr wichtigen Partner oder sehr wichtigen Akteur, wenn es um Photovoltaikanlagen geht, zumindest wenn man es ins Netz einspeisen will, und zwar den Netzbetreiber. In unserem Fall für den Großteil hier in der Region ist es die E-Netz Südhessen. Da begrüße ich den Georg Götz und den Fernando Villa ganz herzlich, die uns jetzt auch einen Einblick darüber geben, wie man das denn mit dem Netzanschluss so macht. Super. Hier ist Ihr Mikrofon. Ja, guten Tag, mein Name ist Georg Götz. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier reden darf. Und ich habe noch meinen Kollegen mitgebracht. Energiewende. Mein Name ist Georg Götz, Regionalleiter in Darmstadt, zuständig für den Betrieb Strom in der Region Darmstadt-Dieburg. Und der Kollege Herr Willer, der wird noch Fragen zum, wie kommen Sie sicher ans Netz, beziehungsweise wie sind die Anträge sicherzustellen, nachher beantworten können. Bevor ich auf das Netz zukomme, würde ich ganz kurz noch was zur E-Netz sagen. Wir als E-Netz sind Verteilnetzbetreiber hier in der Region für ca. 1 Million Menschen, haben 63 Kommunen mit Strom und Erdgas zu versorgen und haben im Schnitt 11.124 Kilometer Leitungen, also 11.000 Kilometer Leitungen im Netz, die wir dann hier betreuen. Wir haben ca. 30.000 oder knapp über 30.000 Einspeiser. Die Zahl werden Sie woanders so nicht finden, weil direkte Einspeiser liegen wir knapp bei 18.000, 19.000. Ich habe aber hier bewusst diese große Zahl genommen, weil wir hier auch die kleinen Balkonkraftwerke einfach mal mit eingenommen haben, dass man sieht, was denn hier mit reinkommt. Und die spielen auch einher. Im Normalbetrieb, wenn Sie heute ein Balkonkraftwerk haben, spielt es vielleicht überhaupt keine Rolle, weil das, was Sie erzeugen, werden Sie dann auch direkt verbrauchen. Aber wenn es denn tagsüber passiert und es ist keiner zu Hause, dann kann es mitunter auch alles einspeisen. Also in Summe sind es eigentlich knapp über 30.000 Einspeiser, die hier in unserer Region mit in das E-Netz einspeisen. Wir haben 515 Mitarbeiter und sind hier mit 4 Regionalstellen in der Region vertreten. Was bauen wir aus, beziehungsweise warum bauen wir aus, wo bauen wir aus? Da vielleicht mal ganz kurz einen statistischen Wert, und zwar der SAIDI-Wert. Der SAIDI-Wert ist ein
Benchmark, ein Benchmark, der getroffen wird im Vergleich von dem Netzbetreiber, aber auch zum Bundesdurchschnitt. Und hier mit dem SAIDI-Wert von 4,83 Minuten pro Letztverbraucher der E-Netz im Jahr stehen wir wesentlich besser da, wie eben der SAIDI-Wert im Bundesdurchschnitt ist. Was will ich damit sagen? Wir haben eine sehr hohe Stromversorgung hier im Netz. Wir haben also ein sehr resilientes Netz, was sich sehr gut wiederversorgen lässt. Und es spiegelt aber auch den guten Netzausbau, die Netzstruktur, aber auch die schnelle Wiederversorgung wider. Ich sage das, weil sehr oft auf Netzbetreiber, ich sage mal, geschimpft und geschollen wird. Die machen nichts, die kassieren nur Geld und nichts passiert. Wenn man aber hier sieht, was die E-Netz in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren schon getan hat, haben wir wirklich ein sehr gutes Netz. Natürlich ist das nur ein statistischer Wert, das muss ich sagen. Klar, wer heute mal vom Stromausfall betroffen ist, da wird es dann auch mal schnell eine halbe Stunde oder eine Stunde. Es sollte hoffentlich nicht länger sein, kann aber auch mal passieren. Aber statistisch, wie gesagt, als Benchmark im Vergleich zu dem, was Bundesdurchschnitt ist, sind wir hier bei der E-Netz in unserer Region doch sehr gut vertreten. Wenn wir unser Netz heute so sehen, und die Herausforderungen der Energiewende, die Herausforderungen von dessen, was jetzt kommt, also sprich verstärkt einspeisen, aber zur Energiewende kommt ja noch mehr. Der Herr Kolmer hat es vorhin gesagt, da kommen auch Wärmewende, das heißt also, es werden hier Wärmepumpen installiert, es kommt die Ladeinfrastruktur, dann ist es so, dass wir unsere Netze, das machen wir sowieso, aber jetzt mit einem ganz anderen Fokus, noch verstärkt berechnen, wo gehen denn die Netze hin, wo müssen wir denn ausbauen? Das heißt, wir berechnen unsere Netze komplett neu auf Basis dessen, was wir jetzt schon wissen, auf Basis dessen, was wir glauben, was kommt, aber auch auf Basis verbindlicher Anfragen. Verbindliche Anfragen mit, ich möchte hier gern einspeisen. Das heißt, wir bauen die Netze gebietsübergreifend aus, aber auch punktuell. Punktuell komme ich gleich darauf zurück, das wird im Punktuellen dann vermutlich Sie betreffen. Das geplante Investitionsvolumen, was wir hier haben, das ist im zweistelligen Millionenbereich schon fixiert über die nächsten Jahre hinweg, wo wir genau wissen, das geht in unsere Netze hinein. Und zweistelliger Millionenbereich, das muss man erst mal stemmen, das müssen wir dann aber auch schauen, wo wird es sinnvoll eingesetzt, dass die Netze das auch dann auch wieder hergeben und dass wir genau diese Engpässe, die eventuell entstehen, auch ausgleichen bzw. beseitigen können. Wie machen wir das? Wir legen zusätzliche Kabel. Wir legen größere Querschnitte, so vom Standard her das Dreifache an Dimensionen, was wir bislang legen, im Querschnitt. Wir teilautomatisieren Netze, sodass hier gewisse Dinge automatisiert den Netzschwankungen entgegenwirken und wir bauen auch zusätzliche Transformatoren ein. Zusätzliche Transformatoren heißt zusätzliche Stationen, das heißt zusätzliche Häuschen, wie man sie draußen auch sieht, zusätzliche Umspannanlagen und alles beide bedeutet Platzbedarf. Da kommen wir leider nicht umher. Wir brauchen diesen Platz für diese Transformatoren, für diese Umspannanlagen. Wir schauen, dass wir so günstig und so ökonomisch wie möglich bauen, aber wir kommen nicht umher, hier wirklich aufzurüsten. Aber da sind wir gut bei. Ich hatte Ihnen ja gesagt, wir haben noch einen Vorsprung durch diesen sehr guten Ausbau, den wir bislang getrieben haben. Aber es wäre fatal, wenn wir jetzt nichts tun würden, dann würden wir diesen Vorsprung irgendwann verspielen. Wenn wir heute unser Netz so sehen, ist das vom Grundprinzip aufgeteilt in eine Mittelspannungsebene und in eine Niederspannungsebene. Und hier sehen Sie mal die Vielzahl der Verbraucher oder Einspeiser, die dann in die verschiedenen Ebenen bei uns einspeisen oder Leistung beziehen. Und worüber wir hier heute reden werden, das ist vom Grunde her diese zwei. Und zwar entweder haben Sie ein Gewerbe, Sie haben einen Mittelspannungsanschluss und wollen hier eine PV nachrüsten, oder Sie sind im Niederspannungsanschluss, im Niederspannungsnetz angeschlossen und wollen eine PV-Anlage drauf machen. Der untere Bereich könnte zum Beispiel sein der klassische Weißbinder, der Elektriker, der sagt, ich habe keinen großen Verbrauch, deswegen war Niederspannung immer kein Problem. Das heißt, ich bin hier angeschlossen, aber ich will auf meine Gewerbehalle noch was draufsetzen. Dann ist der Rückzug in der Niederspannung oder ausreichend in der Niederspannung. Und das andere wäre wirklich der große Industrieabnehmer, der sowieso schon einen Mittelspannungsanschluss hat, weil er halt viel Energie benötigt. Wenn wir sehen, was in den letzten Jahren hinzukam, und das spiegelt sich ja auch in den Zahlen bei Ihnen wieder, da haben wir in den Vorjahren 2021, 2022 einen doch sehr moderaten Zuwachs gehabt an Einspeisern.
Und wenn Sie von 22 auf 23, wenn man dann schaut, dann war das ein Plus von 10.000 Einspeisern, die wir hatten. 10.768 Einspeisern. Und das sind ja nur die, die wirklich eingespeist haben. Sie müssen sich vorstellen, all diese Anlagen wurden ja bei uns angefragt bzw. angemeldet. Sie wurden bearbeitet in irgendeiner Form. Und da kommen noch eine Haufen Anfragen dazu, die wir bearbeitet haben, die vielleicht gar nicht zur Umsetzung hinterher kamen, weil der Kunde, der Anschlussnehmer, dann aus wirtschaftlichen Gründen gesagt hat, nee, mache ich doch nicht. Also wir haben hier quasi von 22 auf 23 roundabout 11.500 Anfragen bei uns im Haus durchschleusen müssen. Und das ist natürlich eine Zahl, die uns erstmal vor eine Herausforderung gestellt hat. Die Prognose ist, so wie wir es vorhin auch gesehen haben, dass das noch weiter zunimmt. Natürlich ist ein Großteil der Balkonkraftwerke, jetzt die Vereinfachung, die müssen jetzt nicht mehr bei uns angemeldet werden, sondern gehen direkt über das Marktstammdatenregister. Aber nichtsdestotrotz, das ist nun doch ein großer Zuwachs und er wird auch weiter so gehen. Und das ist auch gut so. Ich würde Ihnen gerne an einem Beispiel, warum prüft ihr denn, was macht ihr denn da überhaupt, wenn bei uns angefragt wird, zeigen, was wir tun und warum wir es tun. Bis gestern war die klassische Energieflussrechnung vom Einspeiser, vom Kraftwerk, über verschiedene Stationen bis hin zum Letztverbraucher. Das sind jetzt hier kleine Häuschen, das kann aber auch ein Gewerbekunde sein, das kann eine Halle sein, das kann irgendwas sein, aber die Flussrichtung war einseitig. Jetzt plötzlich kommt eine Anfrage mittendrin raus und sagt dann, ist mein Anschluss denn ausreichend, um eine PV-Anlage anzuschließen, sei es aufs Einfamilienhaus oder auf die Gewerbehalle. Das prüfen wir, schauen uns an und sagen dann, jawohl, das funktioniert. Er speist jetzt ein, ist überhaupt kein Thema. Aber Sie sehen oben schon, die Stromflussrichtung hat sich geändert. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist doch immer so, das wisst ihr. Nee, das ist leider nicht so, weil die Sonne scheint nicht jeden Tag, die Einspeisung ist nicht immer um dieselbe Zeit. Das heißt, wir müssen quasi mit jeder Situation rechnen. Speist er voll ein, speist er gar nicht ein, hängt vom Betreibermodell ab. Was tut er hinterher? Das heißt, wir müssen schauen, langt denn das Netz, was wir haben für diese PV-Anlage? Im Regelfall mit der Reserve, die wir haben, sage ich jetzt erstmal kein Problem. Jetzt kommt aber der Zweite und sagt dann, ich möchte das auch. Und zwar genau dieselbe Leistung wie der Erste. Und schon sehen Sie, für ihn reicht es am Anfang, aber wir kriegen hier nach unserer Berechnung her einen Engpass. Der Engpass, könnte man ja sagen, naja gut, was interessiert dich, lass ihn doch einspeisen. Der hat aber zur Folge, dass die anderen Netzkunden, die da dran hängen, plötzlich eine Spannungsverschleppung bekommen, beziehungsweise einen Spannungsanhieb oder eine Absenkung. Das heißt, bei irgendeinem brennen im schlimmsten Fall die Birnen durch, die Elektronik geht kaputt und dem müssen wir logischerweise auch entgegenwirken, weil wir haben ja auch eine Verantwortung für die anderen Kunden, die da sind. Das heißt, wir müssen hier schauen und sagen, halt, stopp, hier können wir erstmal ohne weiteres nichts tun. Was würden wir in dem Fall tun? Wir machen hier den punktuellen Netzausbau und setzen hier quasi stärkere Querschnitte ein, machen eine andere Transformatorenstation oder. Das kann mitunter sein, dass Sie das an Ihrer Örtlichkeit überhaupt nicht feststellen, weil bei Ihnen in der Straße ist gar nichts, in der Gegend ist nichts. Das kann mitunter ganz woanders sein. Das ist aber berechnet, weil wir dann irgendwo was tun müssen, damit genau diese Spannungserhöhung oder diese Schieflage nicht zustande kommt. Das heißt aber auch, wir haben geänderte Faktoren durch die Einspeiser, was die Stromflussrichtung angeht. Wir haben unterschiedliche, nicht greifbare Faktoren, was die Gleichzeitigkeit angeht. Wir haben zusätzliche Faktoren durch Wärmepumpen, Ladestrukturen, die quasi dann in die andere Richtung wieder abnehmen. Jetzt könnte man sagen, naja, Plus und Minus, doch nun, ist doch super. Na, dummerweise kommen sie halt nicht gleichzeitig. Tagsüber scheint die Sonne, abends wird geladen. Nachts ist es kalt, da kommt die Wärmepumpe. Tagsüber habe ich aber keine Wärmepumpe. Bin ich in einem Privathaushalt, in einem normalen Wohngebiet, vielleicht weil ich dort eine Gewerbehalle habe, habe ich das Problem, da ist ja keiner da, der den Strom abnimmt. Also wohin mit der Energie? Also es sind ganz viele Faktoren, die wir uns dann wirklich genau anschauen müssen und wo wir dann schauen, wie können wir hier den Anschluss realisieren. Damit das alles funktioniert und damit wir diese Investition, die wir hier machen, dann aber auch an der richtigen Stelle tun, brauchen wir natürlich aber auch die Gewissheit, dass es funktioniert und dass auch die Anspeisung oder die PV-Anlage, die Sie bauen möchten, auch hinterher kommt.
Deswegen können wir leider keine Aussagen darüber treffen, wie, sag mir mal, wie viel PV oder wie viel Kilowatt gehen denn da? Oder ich wollte dir nur mal fragen, weil Sie müssen sich vorstellen, jedes Mal, wenn einer bei uns anfragt, dann halten wir diese Idee, diese Menge vor und rechnen damit. Das heißt, wir können diese Zusage, das haben Sie vielleicht vorhin schon gehört, diese Netzzusage nicht für jede kleine Anfrage aufrechterhalten, nur weil sie, ich wollte ja nur mal wissen, was da ist. Da würden wir uns komplett lähmen und würden irgendeinem anderen den Zugang verwehren, der es wirklich möchte. Das heißt, mit diesem Netzausbau würden wir dann beginnen, wenn wir genau wissen, sie bauen ihre PV-Anlage auch. Und auch genau aus dem Grund halten wir uns auch nur für eine gewisse Zeit an diese Netzzusage gebunden, weil wir, wenn wir dann nach 3 Monaten wissen, es passiert nichts, dann geht die Reserve halt an einen anderen Kunden, der wirklich dann oder der dann auch anschließen möchte. Damit wir aber hier rechnen können, brauchen wir natürlich genaue Daten. Da brauchen wir exakte Daten, da müssen wir genau wissen, was haben Sie denn überhaupt vor? Wie wollen Sie einspeisen? Volleinspeisung, Teileinspeisung, Eigenverbrauch? Wohin soll es denn gehen? Was haben Sie denn für eine Leistung vor? Da kommen schon die ersten Fallstricke, über die Sie der Kollege Herr Filler jetzt nochmal aufklären möchte. Aber nur allein die Begrifflichkeiten, installierte Leistung, Leistung auf dem Dach, Modulleistung, da hat man sich schnell verhaspelt und hat ganz falsche Dinge angegeben und auf einmal ist man in einem Verfahren drin, wo man gar nicht rein wollte, weil man vielleicht irgendwas einhalten muss, nur weil man irgendwo einen zu hohen Wert angegeben hat oder den falschen Wert. Und damit es richtig funktioniert, haben wir hier auf unserer Internetseite ein paar Dinge angegeben und da wird Ihnen der Herr Willer, mein Kollege, noch das eine oder andere zu sagen. Danke. Guten Abend, mein Name ist Fernando Willer, ich bin bei den Einspeisern der E-Netz und bin kein großer Redner, ich bearbeite das, wenn Sie es bei mir anmelden. Also, die Einspeiseleistung bis 135 kW bearbeiten wir in der Niederspannung und alles, was größer ist, als 135 kW in der Mittelspannung, normalerweise. Also, wenn Sie den Antrag stellen, brauchen wir als erstes die Modulleistung. Das heißt, was haben Sie auf dem Dach verbaut von Ihrem Haus oder Ihrem Gewerbe, Ihrem Gebäude? Ihre Wechselrichterleistung brauchen wir und die Speichergröße, wenn Sie einen Speicher haben. Zusätzlich das Messkonzept, haben Sie einen Mieterstrom, Volleinspeisung, Überschusseinspeisung, das bewerten wir in unserer Netzverträglichkeitsprüfung. Wenn alles in Ordnung ist, erhalten Sie die Netzzusage. Mit der Netzzusage können Sie dann wahrscheinlich die Förderung hier bei der Stadt Darmstadt beantragen. Danach könnten Sie den Anlagenbau starten und die Inbetriebnahme der Anlage. Den Termin zur Zählersetzung muss der Installateur bei uns vereinbaren. Dann wird der Zähler gesetzt. Dann wird die Registrierung im Marktstammdatenregister vorgenommen. Dann beantragen Sie die Einspeisevergütung bei uns. Und dann bekommen Sie ein Anschreiben von uns mit dem, was Sie jeden Monat gutgeschrieben bekommen. Und die Abschläge für das laufende Jahr. Einmal im Jahr brauchen wir den Zählerstand und dann ist die Anlage durch. Zusätzlich haben wir noch hier den QR-Code und für Anlagen größer 135 kW brauchen wir dann noch ein paar andere Unterlagen. Die fordern wir dann bei Ihnen nach, wenn Sie die Anlage bei uns angemeldet haben. Vielen Dank. Danke. Sorry. Ich möchte vielleicht gerade noch etwas ergänzen. Sie sehen das hier, das ist in verschiedenen Farben dargestellt. Vom Grundprinzip kann jeder über den QR-Code auf der nächsten Seite, kann bei uns auf die Homepage gehen, der wird dann hier durchgeführt und kann die Daten eingeben. Vom Grundprinzip. Das Problem ist wirklich, gebe ich die richtigen Daten an der richtigen Stelle ein und weiß ich, was er dort will. Bei kleineren Anlagen haben Sie mitunter ein Angebot von Ihrem Solateur, vom Elektroinstallateur, wo man sagt, ah, das kann ich sauber ablesen. Das ist aber nicht immer so. Und wenn Sie sich dann hier verhaspeln, dann hat es zur Folge, dass Sie irgendwas eingeben, was dann bei uns zu Nachfragen führt. Und dann geht das wieder eine Schleife. Und so geht das dann so lang, bis wir dann hinterher sagen, jawohl, jetzt wissen wir endlich, was Sie möchten. Und genau aus dem Grund, auch wenn Sie das alles selbst machen können oder die meisten Dinge selbst tun können, außer die blauen, die wir machen, ist es wirklich ratsam, sich hier kompetente Unterstützung zu holen, der dann genau diese Dinge auch eingeben kann, wie Sie hier sehen. Der weiß dann, von was er redet. Der weiß, was steht da mit KW-Peak, was meint er mit Wechselrichter, was meint er mit Modulleistung. Dann kann der das eingeben. Der Installateur, und leider Gottes haben wir das immer wieder, dann heißt er, naja, die E-Netz macht nicht. Bei uns auf der Homepage, wenn Sie da draufgehen,
Da finden Sie alle Unterlagen. Da sind alle technischen Anschlussbedingungen, da sind Formulare drin, da steht alles drauf, was der Installateur braucht. Im Regelfall, wenn Sie einen hiesigen, einen örtlichen Installateur oder aus der Region nehmen, der kennt uns, der weiß genau, was ihr wollt, der kennt die Wege. Aber man hat auch manchmal einen Installateur, einen Solateur von woanders. Wird ja überall Werbung gemacht. Das ist auch nicht schlimm, das darf jeder, insofern er eingetragen ist. Aber die Zulassung bekommt er, er hat sie irgendwann mal gelernt, also das ist relativ einfach. Aber was er auf jeden Fall machen muss, er muss sich schlau machen. Was sind denn die Bedingungen, die wir hier haben? Weil es ist leider so, und da möchte ich uns nicht freisprechen, die Anschlussbedingungen sind leider von den einzelnen Netzbetreibern immer etwas unterschiedlich. Die sind teilweise gewachsen. Oder die sind gewachsen, Entschuldigung. Und insofern ist er gut beraten, wirklich diese Dinge dann auch dort nachzulesen. Was ist hier gefordert? Was sind für Konzepte möglich? Was muss ich hier einreichen? Und dann klappt es auch. Die Erfahrung zeigt, dass dieser Schritt meistens vergessen wird. Und das macht es dann wirklich kompliziert im Nachgang und sorgt logischerweise, verständlicherweise, zu Verdruss bei Ihnen. Hier nochmal, wie gesagt, der QR-Code für die Seite, beziehungsweise hier nochmal zwei Links. Über die kommen Sie dorthin und können dann direkt durchstarten. Dankeschön. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Götz und Herr Willer. Auch eine Frage vielleicht und dann machen wir weiter im Programm. Ja? Ich habe erstmal eine kurze Klarstellung, Frau Rösch vom Förderwesen beim Amt für Klimaschutz. Wenn Sie einen Antrag bei uns einreichen, das ist nicht so, wie der Herr Willer gesagt hat, dass Sie die Netzzusage brauchen, sondern Sie brauchen es im Betriebnahmeprotokoll. Das ist etwas, was wir benötigen, sonst staut sich das bei uns an, nur als kurze Klarstellung. Danke. Okay, war ein kleiner Versprecher. Sonst noch? Dann machen wir weiter, würde ich sagen. Und zwar haben wir ja jetzt, erst nochmal vielen Dank, Herr Götz, Herr Willer, drei Vorträge gehabt aus der Theorie. Jetzt freue ich mich richtig doll auf einen Vortrag aus der Praxis, weil der Herr Martin Fark, der Co-CEO der Stohe und Sie GmbH, haben wir ja vorhin schon gehört, hat schon eine PV-Anlage, hat das Förderprogramm der Stadt Darmstadt genutzt, hat mit Sicherheit auch einen Netzanschluss beantragt bei der E-Netz. Erzählen Sie uns doch mal, wie war es denn wirklich? Sehr gerne. Prima. Ja, der Herr Götz hat mich jetzt an ganz viele Schritte erinnert, die damals wirklich schmerzhaft waren, weil da musste ich viel unterschreiben und habe gebangt, dass die E-Netz auch kommt. Sie kam dann auch, hat noch ein paar Sachen an unserer Energieanlage aus den 60er Jahren entdeckt, die wir dann auch noch beheben durften. Aber das war auch aus guten Gründen, von da alles in Ordnung. Trotzdem vorneweg schon mal, bevor ich da hinkomme an den Punkt, PV im Mittelstand ist furchtbar einfach. Also alles, was Sie jetzt gehört haben bislang, ist aus meiner Sicht schon viel zu komplex. Suchen Sie sich einen richtigen Errichter, am besten hier aus der Region, der kennt sich aus und dann läuft das auch. Das ist ähnlich wie eine Baumaßnahme, sage ich mal. Genau, und jetzt kommt unser Erfahrungsbericht. Das, was nicht so einfach ist, ist das, was wir als Firma machen. Wir sind ein Maschinenbauunternehmen. Hier in Darmstadt, in der Hilpertstraße, wir haben 35 Mitarbeiter und wir stellen sogenannte Röntgendiffraktometer her. Wer von Ihnen Chemie studiert hat, falls jemand das hat, bitte die Hände hoch, der weiß, was das ist. Sie alle wissen also nicht, was es ist. Das sind wissenschaftliche Instrumente, mit denen man Kristallstrukturen aufklären kann. Also wenn jetzt so ein Professor wissen will, was für ein Kristall er da eigentlich gezüchtet hat, dann braucht er unser Gerät und kann das auflösen. Können Sie in wissenschaftlichen Veröffentlichungen nachlesen. Und für alle, die das nicht möchten, auf YouTube gibt es seit Januar diesen Jahres eine Sendung mit der Maus. Und da hatten wir das große Glück, dass die auf einem Stohgerät erklärt hat, wie man Kristalle sichtbar macht, wie sie CO2 aussieht. Nennt sich die Folge. Wir haben Kunden weltweit, also wir sind 35 Leute hier in der Wissenschaft Darmstadt und wir haben wirklich Kunden weltweit, die mit unseren Geräten arbeiten. Also wirklich Nische von der Nische von der Nische. Klassisches deutsches kleiner Mittelständler Maschinenbau. Das, was PV bei uns so interessant macht, ist, dass wir, und das wurde ja schon öfter gesagt, und das unterscheidet es auch von der privaten Anlage, wir brauchen den Strom dann, wenn er produziert wird. Und das macht einen riesen Unterschied. Und ich zeige Ihnen da, warum. Wir produzieren die Röntgendiffraktometer, das sehen Sie hier, das sind unsere Geräte, so liefern wir die an Kunden aus. Wir produzieren die mit CNC-Maschinen, da haben wir einige. Wir
testen auch unsere Geräte mit Röntgengeneratoren, die haben auch 3 Kilowatt, also auch nicht ohne, also auch nachts läuft da was durch. Und natürlich als Geschäftsführer haben wir uns auch 2 schöne E-Autos gekauft vor 3 Jahren mit toller steuerlicher Förderung. Muss man natürlich auch laden. Und da macht dann PV auf einmal richtig, richtig Sinn. Das lief dann so ab, dass wir uns angeschaut haben, was können wir denn an PV bei uns installieren, was haben wir für einen Verbrauch pro Jahr. Ein guter Errichter wird von Ihnen ein Lastgangprotokoll anfordern, was Sie dann bei der E-Netz auch kriegen. Das ist total unkompliziert und berechnet Ihnen dann aus, wie viel Eigenverbrauch, wie viel Autarkie, wie viel Leistung denn bei Ihnen auf dem Dach mit der Schräge von Ihrem Dach die PV-Anlage auch macht. Ja? Und da war ich sehr kritisch, muss ich sagen, als ich das gelesen habe, weil so viel Genauigkeit konnte ich da kaum glauben. Trotzdem haben wir es gemacht. Das ist jetzt unser Firmengebäude. Wir haben vorne einen Altbau aus den 60er Jahren, hier hinten Neubau von vor 20 Jahren. Leider eine Dachneigung nach Norden, also in die falsche Richtung. Und dennoch lohnt sich dann eine PV-Anlage. Wir haben das auch nur auf dieses Gebäude gemacht, weil dieses Gebäude dann beschattet ist, wenn die Sonne scheint, zu großen Teilen. Von daher lohnte sich das jetzt nur auf dem Neubau. Hätten gerne mehr gemacht. Was wirklich positive Erfahrungen waren, war, dass diese technische Umsetzung furchtbar standardisiert ist. Also ganz, ganz simpel. Sie sprechen dann nicht mit irgendwelchen Ingenieurbüros, wie bei Ihnen genau die PV-Anlage aussieht, sondern die Errichter greifen da auf Standardmodule zurück. Die kommen leider viele davon aus China. Die greifen auf Wechselrichter zurück und das wurde schon tausende Male gebaut. Also sie finden dann nicht das Rad neu. Die Förderung der Stadt Darmstadt, die war sehr nett. Die haben wir noch mitgenommen. Danke dafür. Die Planbarkeit der Ist-Leistung, komme ich gleich zu. Und auch die Kostenersparnis und schneller Break-Even. Also wir sprechen hier, da wir das selber nutzen und nur ungefähr 30% unseres Stroms selbst erzeugen, sprechen wir hier vom Payback von 6 bis 7 Jahren. Das heißt, wenn Sie das ausrechnen, sind Sie bei 16% Verzinsung jedes Jahr. Das ist dann egal, ob Sie es refinanzieren mit 2,5 oder 5,5%. Das rechnet sich. Also das ist No-Brainer. Das ist der Vorteil vom Gewerbebetrieb. Wir sprechen hier von 6 bis 7 Jahren, während im privaten Bereich Sie durchaus 12 bis 20 Jahre haben, ja, je nachdem, was Sie da haben. Wir brauchen nämlich keinen Speicher oder wir haben bisher darauf verzichtet. Was negativ war, war, dass wir Ende 2021 beauftragt haben. Dann kam der Krieg in 2022 und die Energiesorgen. In 2022 hat der Ausbau dann sehr stark gestockt. Das hat sich alles furchtbar verzögert. Die Inbetriebnahme war einige Monate später als gedacht. Hatte den Vorteil, dass wir dann die Förderung der Stadt Darmstadt wahrnehmen konnten, weil wir genau da reingepasst haben und der Erste waren. Aber war natürlich schade, weil es war ein toller Sommer und wir sind erst im September live gegangen. Also sind uns einige tausend Euro verloren gegangen. Ein Jahr später ist dann auch der Richter pleite gegangen. Und das ist ärgerlich, weil mit dem haben wir ja einen Servicevertrag gehabt und dann kriegen sie keinen Service mehr und es ist gar nicht so einfach gewesen, jemand anders zu finden, der eine Anlage von einer insolventen Firma dann auch übernimmt. Das ist ähnlich wie im Baubereich, also muss man entsprechend die Haftung ausschließen und solche Themen, um das zu machen. Garantien gibt es aber dennoch von den Solarfirmen, Solarpanel-Herstellern und vom Wechselrichter, also die Garantie bleibt ihnen eigentlich erhalten. Und wir hatten das Problem, eine Schraube war falsch gebohrt, da tropfte es dann rein, also das Dach durften wir dann später nochmal abdichten. Ähnlich wie bei Baumaßnahmen auch. Und genau wie bei Baumaßnahmen auch, müssen Sie mit Ihrer Gebäudeversicherung klären, Sie verändern da Ihr Gebäude, brauchen Sie eine passende Versicherung dafür, kostet auch nicht wahnsinnig viel. Sie brauchen dann auch einen Wartungsvertrag, auch für die Versicherung und ist eh empfehlenswert, auch aus Gründen der regelmäßigen Überprüfung, Wartung der Anlage, die ja auch gesetzlich angeraten oder vorgeschrieben ist. Was wir leider verpasst haben, war im Rahmen der Baumaßnahmen da auch irgendwie einen Weg nach oben zu bauen, also irgendwie eine Leiter oder so ein bisschen so eine Feuerleiterkonstruktion, haben wir leider verpasst. Also für all diese Kleinigkeiten, die eine blöde Schraube, die nicht ganz dicht war, da durfte da gleich ein Hubwagen kommen vom Dachdecker und das geht dann gleich ins Geld. Also würde ich Ihnen immer empfehlen, wenn Sie es gewerblich machen, sehen Sie zu, dass Sie irgendwie hinkommen, bauen Sie sich noch eine Leiter ans Haus oder irgendwie einen Dachzugang. Das macht wahnsinnig viel Sinn. Genau. Und jetzt, woran erkennen Sie alle, die gerade neu eine Solaranlage gekriegt haben? Wer weiß es? Bei Sonne schauen die aufs Handy. Genau.
Da hat man die App und da sieht man gerade schön, wie viel Energie produziert wird. Das macht man in der ersten Zeit auch. Ich habe es inzwischen, mache es jetzt nicht mehr. Ich weiß, dass das Ding läuft. Aber ich habe für den Abend hier mal 2 Tage rausgesucht, wo man ganz gut sieht, was da passiert. Das ist Winter. Ein Wintertag. Das war, ich glaube, ein Donnerstag im Januar. Das ist mal unser Verbrauch. Wir brauchen also auch nachts für unsere Geräte, die werden da getestet, brauchen wir relativ viel Strom. Dann komme ich morgens mit meinen E-Auto-Stecks an. Da sieht man den Peak, das macht richtig viel aus, 10 Kilowatt. Ja, wir verbrauchen als Firma maximal so 50 inklusive der E-Autos. Dann laufen die ganzen Maschinen an, mein Kollege kommt, steckt auch sein E-Auto an und nachts geht es wieder runter. Im Winter haben sie auch nicht viel Ertrag, da darf man sich nichts vormachen. Ja, man sieht hier überall, oberhalb der X-Achse, das ist das, was verbraucht wird, unterhalb ist das, was durch die PV-Anlage erzeugt wird. Das heißt, im Winter relativ wenig. Aber im Sommer, das ist jetzt der letzte Donnerstag, da gab es mal zwischendurch ein paar Wolken, aber ansonsten haben sie eine ziemlich ideale Kurve, wie der Strom verbraucht wird. Dann kann man schlauerweise sein E-Auto auch so programmieren, dass es tagsüber lädt, dann wenn sonst halt Strom eingespeist werden würde. Ist auch keine Magie, das geht ganz simpel. Und dann sehen Sie auch hier, oben wird erzeugt, da gibt es dann auch Phasen, wo wir, das ist hier dieses Gelbe, kann man jetzt schlecht erkennen, wo wir tatsächlich auch einspeisen. Ja? Weil jetzt hier an dem Tag irgendwie um 15:30 schon der Energieverbrauch recht stark runterging. Über das ganze Jahr sieht man hier oben den Verbrauch über die Monate, das ist also Januar bis Dezember, für die, die weiter hinter sitzen. Unten sieht man die Energieerzeugung und das Gelbe hier, das eine ist so leicht grün, das andere ist gelb. Das Gelbe hier, also alles, was da so ist, das ist das, was wir einspeisen. Ja, und das ist das, was Ihnen durch die Lappen geht, dadurch, dass man keinen Speicher hat. Also bei uns ist das der Strom, der sonntags und samstags erzeugt wird oder irgendwo mal im Sommer um 14 Uhr, weil wir da einfach zu viel haben. Das ist aber dann eine Sache, wenn Sie solche Daten haben, und das steht bei uns jetzt auch an, kann man das wunderbar simulieren. Haben Sie 1-2 Jahre Daten, dann können Sie das im Programm stecken und jemand, der Ihnen eine Batterie verkaufen will, kann Ihnen ziemlich gut berechnen, was das eigentlich bringt. Ja, und Sie können auch mit einem Gutachter sprechen, ob das so stimmt, was der gesagt hat. Na? Genau, und das wirklich für mich Überraschende war, weil man wird ja misstrauisch, wenn einem einer so eine Geldanlage verkaufen will mit 16% pro Jahr. Das glaubt man irgendwie nicht. In dem Fall ist es tatsächlich so, ich habe hier mal verglichen, das war die Ertragsprognose des Errichters. Wir hatten dann noch einen Gutachter da, der die auch bestätigt hat. Und das, was im Jahr 2023 wirklich rausgekommen ist. Also wir haben 67 Kilowattstunden Ertrag, 1000 Kilowattstunden Ertrag prognostiziert gehabt und 65 sind es geworden, also top. Wir haben einen Autarkiegrad von 32%, 32,3 waren vorhergesagt. Also es ist wirklich eine total tolle Geschichte inzwischen, dass über diese Tausende von Anlagen, die da erstellt wurden, die Programme so gut sind, dass sie jetzt abhängig vom Breitengrad, vom der genauen Location ihres Daches und auch vom Neigungswinkel, das mega exakt berechnen können. Ja, da kann man ja ein gutes Solarjahr sein oder ein schlechtes Solarjahr, aber im Schnitt ist das alles wunderbar vorhersagbar. Genau, das auch schon von mir und wie gesagt, nochmal die klare Aussage, es ist eigentlich furchtbar simpel. All das, was jetzt bisher gesagt wurde, ist richtig und ist auch als Hintergrundwissen gut, aber Sie arbeiten dann ja auch mit Experten zusammen. Hoffentlich suchen Sie sich einen Richter, der nicht ein Jahr später pleite geht, aber Sie arbeiten dann mit Experten zusammen, die das auch schon hunderte Male gemacht haben und sonst nehmen Sie sich halt einen Gutachter dazu, wenn Sie Sorgen haben, haben wir auch gemacht und die helfen Ihnen da auch mit der E-Netz. Das klappt ganz wunderbar. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Falk, auch für den positiven Impuls am Ende, fand ich jetzt sehr, sehr schön. Ich hoffe, der ein oder andere hat sich ermutigt gefühlt. Es hat jetzt keiner schnell genug gezuckt, deswegen würde ich sagen, dass wir wirklich die Fragen jetzt gleich für die Fragerunde übrig lassen, weil wir jetzt noch einen letzten Punkt haben und der kommt nämlich von mir. Und zwar haben wir jetzt gerade bei den ganzen Vorträgen ganz speziell über Photovoltaik gesprochen, was ja auch richtig und wichtig ist und was sich bestimmt für die allermeisten Unternehmen lohnt. Aber in dem ganzen Spektrum Klimaschutz, sage ich jetzt mal, gibt es ja noch viele, viele andere Maßnahmen, die man als Unternehmen ergreifen kann. Und wir als IHK Darmstadt unterstützen da Unternehmen ganz, ganz gerne dabei, da in diesem Dschungel an Maßnahmen und Vorschriften und so weiter zurechtzukommen, unter anderem mit unserem Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerk ETA Plus Südhessen.
Und bevor ich jetzt ganz speziell auf das ETA Plus Südhessen-Netzwerk eingehe, will ich ganz, ganz schnell klären, was ein Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerk eigentlich ist. Und zwar ist es ein systematischer, zielgerichteter und unbürokratischer Erfahrungs- und Ideenaustausch von 8 bis 15 Unternehmen über die Dauer von 2 bis 3 Jahren. Und Ziel im Netzwerk ist es, die Energieeffizienz im eigenen Unternehmen zu steigern und auch Maßnahmen im Bereich Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit umzusetzen. Woher kommt diese Idee? Die kommt jetzt nicht von der IHK Darmstadt, obwohl wir jetzt zwei dieser Netzwerke betreiben. Also die Netzwerke sind unter anderem verankert in dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz der Bundesregierung und auch in der Energieeffizienzstrategie 2045 der Bundesregierung. Warum? Naja, wir haben es heute auch gesehen, ein Großteil unserer Energie in Deutschland wird in der Industrie und im Gewerbe verbraucht. Und um unsere Klimaziele, also die Klimaziele von Deutschland zu erreichen, müssen wir diesen Energieverbrauch signifikant senken. Und eine Maßnahme, von der sich die Bundesregierung erhofft, das zu erreichen, sind eben diese Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke. Die Idee kommt aus der Schweiz, die waren ja schon relativ früh dran, haben erkannt, naja, die meisten Unternehmen sind ja doch mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert, wenn es um Energieeffizienz am Anfang, aber auch um Klimaschutz, Nachhaltigkeit geht. Also lohnt es sich, sich da zusammenzuschließen. Ab Anfang der 2000er Jahre ist es dann auch nach Deutschland rübergeschwappt, hat sich immer weiter entwickelt und ab 2015 ist es eben ganz feste auch in der Strategie der Bundesregierung verankert. Ab 2021 ist neu, dass es nicht nur noch um Energieeffizienz als solches geht, sondern auch noch das Spektrum erweitert wurde um Nachhaltigkeitsthemen, Klimaschutz und um das Thema Energiewende, weil sich eben Unternehmen nicht nur noch mit dem Thema Energieeffizienz beschäftigen müssen, sondern wie ich schon gesagt habe, mit vielem, vielem mehr. Wer steht hinter dieser Initiative, der auch unser Netzwerk angehört? Es ist das BMWK und das BMUV und noch 21 weitere Verbände und Organisationen der Wirtschaft, unter anderem die Deutsche Industrie- und Handelskammer, also auch die IHK-Organisation. Genau, das jetzt mal ganz schnell im Schnelldurchlauf zum Hintergrund. Wo kommt dieses Netzwerk überhaupt her? Warum machen wir das? Es gibt mittlerweile über 400 dieser Netzwerke. Zwei davon sind von uns. Einmal das ETA Plus, was für kleine und mittelständische Unternehmen gedacht ist. Und mit dem ETA Metropol Rhein-Main-Neckar sprechen wir ganz speziell große und energieintensive Unternehmen an. In dem Kreis heute will ich ein bisschen genauer auf das ETA Plus Netzwerk eingehen. Wir sind dort 10 Mitgliedsunternehmen. Dieses Netzwerk gibt es schon länger, also die Runde davor ging von Ende 2021 bis Ende 2023. Davor gab es aber auch schon mal ein Vorgängernetzwerk, also wir machen das schon eine ganze Zeit. Und ab dieser Runde, ab 2024, sind auch fast alle Unternehmen, die vorher schon mit dabei waren, wieder mit drin und noch 2, 3 neue dazugekommen, die sich eben zusammen ein Ziel gesetzt haben, energieeffizienter zu werden, Energie gemeinsam zu sparen. Und zu diesen 10 Unternehmen haben wir auch noch 10 Partner, die am Netzwerk angehörig sind. Unter anderem die Wissenschaftsstadt Darmstadt, die Städte und Kreise dienen da als Multiplikatoren. Und aber auch Unternehmen wie die Entega zum Beispiel, die als die ihre Fachexpertise sozusagen mit ins Netzwerk bringen. Das Ziel des Netzwerkes in der letzten Runde war es, 1000 Tonnen CO2 einzusparen. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, was ich auf der ersten Folie stehen hatte, und zwar, dass es ein ganz unbürokratischer Austausch ist. Ganz so ist es dann jetzt vielleicht nicht, wie das von der Initiative beschrieben wird. Also es ist für uns, wie wir das als IHK Darmstadt machen, unbürokratisch. Aber da wir Teil der Bundesinitiative sind, müssen wir natürlich am Ende auch ein Monitoring machen, um nachweisen zu können, dass wir wirklich das eingespart haben und das quasi auch so kommunizieren dürfen. Da sind wir gerade noch im Monitoring, das dauert noch einen Moment. Aber ich kann schon mal so viel sagen, es sieht sehr gut aus, dass wir das Ziel erreicht haben. Wie kann man sich die Arbeit in so einem Netzwerk vorstellen? Also bei uns ist es so, dass wir uns 3 bis 4 Mal im Jahr treffen. Das ist in der Regel bei einem
Netzwerkmitglied vor Ort, also bei einem Unternehmen vor Ort. Und in der Vergangenheit war es so, dass der Input für die Netzwerktreffen, das geht dann immer über ein bestimmtes Oberthema, aus dem Netzwerk herausgekommen ist. Also ein Mitgliedsunternehmen hat gesagt, hey, ich habe das und das und das schon umgesetzt im Bereich Energieeffizienz beispielsweise oder Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, all diese Themen. Ich kann da was vorstellen für unsere anderen Mitglieder, sodass man da sich austauschen kann, voneinander lernen kann. Allerdings, wie ich schon gesagt habe, gibt es das Netzwerk jetzt auch schon ein paar Jahre. Man hat sich ziemlich viel jetzt schon erzählt, sodass wir ab dieser Runde auch mehr Unterstützung durch externe Fachreferenten mit reinholen, um da einfach noch mehr Wissen von außerhalb in das Netzwerk zu bekommen. Dieses Jahr beispielsweise hatten wir da jemanden da zum Energieeffizienzgesetz, was ja viele, viele Unternehmen jetzt ab diesem Jahr betrifft. Und das letzte Netzwerktreffen ist komplett von unseren Partnern bespielt worden mit Themen. Da ging es auch um das Thema Energieeffizienz. Die haben dann ganz spezielle, praktische Beispiele mitgebracht von Maßnahmen, die jeder umsetzen kann. Und auch bei uns im Netzwerk, obwohl die Unternehmen schon so lange dabei sind, war da auch wieder was dabei, wo die gesagt haben, da gehe ich jetzt direkt mal nach Hause und schaue mal, ob ich das bei mir denn schon gemacht habe oder ob ich da noch Energie einsparen kann. Also ich habe noch nie mitbekommen, dass jemand aus dem Netzwerktreffen rausgegangen ist und gesagt hat, da habe ich jetzt nichts für mich mitgenommen. Genau, ich habe jetzt gerade schon ein bisschen anklingen lassen, warum es toll ist, im Netzwerk zu sein. Jetzt habe ich aber noch mal ein paar Gründe mitgebracht. Also zum einen ist es so, dass man, wenn man Mitglied im Netzwerk ist, durch die regelmäßigen Treffen immer am Ball bleibt. Ich meine, wir wissen alle hier im Raum, Energieeffizienz, Klimaschutz ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber nicht ihre Kernaufgabe als Unternehmer. Sie haben ja noch viele, viele andere Dinge zu tun, ihr Tagesgeschäft. Da kann man dieses Thema schon mal schnell aus dem Blick verlieren, gerade in stressigen Zeiten. Wenn man aber in dem Netzwerk ist, bekommt man sehr regelmäßig eine Einladung zu so einem Treffen und ist dann mindestens schon mal einmal im Quartal mit dem Thema beschäftigt und nimmt Ideen mit nach Hause. Dadurch setzt man dann vielleicht auch beschleunigter Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz um, wird energieeffizienter und kann dadurch natürlich auch Kosten sparen. Man kann auch die gesetzlichen Pflichten leichter erfüllen, weil wir natürlich da auch immer das Netzwerk besonders informieren, was da gerade auf die Unternehmen zukommt. Man kann auch Förderprogramme vorteilhafter nutzen, jetzt nicht alle, aber in einigen Förderprogrammen hat man einen Vorteil, wenn man Mitglied eines solchen Netzwerkes ist, der Initiative. Und man zeigt natürlich mit der Mitgliedschaft in einem Netzwerk sein unternehmerisches Engagement für Energieeffizienz und für Klimaschutz. Und die meisten Unternehmen im ETA-Plus-Netzwerk haben jetzt kein Energiemanagementsystem, einige wenige. Wenn man aber vorhat, eins einzuführen, ist es natürlich auch leichter im Austausch mit Unternehmen, die schon eins haben, eins einzuführen. Und wenn man schon eins hat, kann man natürlich Ideen wieder mitnehmen und sein bestehendes System schon verbessern. Ich finde, das sind ganz viele tolle Gründe, warum man in so ein Netzwerk kommen sollte. Die meiste Arbeit bei uns im Netzwerk haben wir dieses Jahr schon abgeschlossen, also die meisten Netzwerktreffen. Falls Sie aber Interesse haben, kommen Sie sehr gerne auf mich zu. Da reden wir auch über Photovoltaik, aber auch über viele andere Themen aus dem Spektrum. Und weil wir jetzt aktuell kein Netzwerktreffen mehr geplant haben, außer erst im Dezember, das ist ein bisschen weiter weg, möchte ich Sie auf was anderes aufmerksam machen hier bei uns in der IHK. Also neben den Netzwerken, die wir betreiben, haben wir natürlich noch andere Angebote für Unternehmen, die Sie unterstützen sollen, im Bereich Klimaschutz, Nachhaltigkeit und so weiter voranzukommen. Aktuell haben wir ein Beratungsangebot, kostenlos mit unterschiedlichen Experten zu den Schwerpunkten Finanzierung, Energie, Biodiversität und so weiter, wo Sie sich von uns und den Experten erstmal kostenlos beraten lassen können, was Sie da machen könnten, wie Sie da im Unternehmen weiter vorankommen können. Da möchte ich Sie ganz herzlich einladen, bei uns auf die Seite zu gehen und da vielleicht mal nachzuschauen, ob da was für Sie dabei ist und einen Termin zu buchen oder einfach bei mir anzurufen. Und für die ganz, ganz kurz Entschlossenen will ich auch noch auf unsere Veranstaltung am Donnerstag hinweisen, von 14 bis 18 Uhr. Da besprechen wir genau solche Themen wie heute, auch in einem bisschen anderen Rahmen. Also wenn Sie da Interesse und Zeit haben, kommen Sie sehr, sehr gerne vorbei. Jetzt bin ich durchgaloppiert, weil wir haben ja noch eine Fragerunde und ich würde sagen, ein bisschen Zeit haben wir auch noch, so 7 Minuten, ohne dass wir dann überziehen wollen. Dann möchte ich Sie jetzt ganz herzlich einladen, natürlich, wenn Sie Fragen jetzt zu dem haben, was ich gesagt habe, was Herr Fark gesagt hat oder auch die anderen Referenten, lade ich Sie jetzt ganz, ganz herzlich ein, bevor wir in den wohlverdienten Feierabend gehen, noch Fragen zu stellen, solange wir noch hier sind. Ich gebe Ihnen einfach mal kurz mein Mikro.
Dankeschön, Hans-Peter Becker von der Penta Immobilien. Ich habe eine Frage an den Kollegen von der Prosumergy. Wir haben eine Gewerbeimmobilie, die wir vermieten, komplett vermieten, aber an mehrere Mieter und haben schon den ersten Teil der Hausaufgabe für die Energiegewinnung gemacht, das ist nämlich eine Geothermieanlage dabei. Sprich Heizung, Kühlung, alles über Strom. Das heißt, der Allgemeinstrom macht den größten Teil des Ganzen aus. Und für uns stellt sich die Herausforderung, wie können wir das so darstellen, dass wir diesen Allgemeinstrom über eine Photovoltaikanlage dann auch an die Mieter verkaufen, sodass wir beide da was davon haben. Sind solche Fälle bekannt? Ist ein bisschen exotisch, aber dennoch ja nicht so völlig abwegig. Es gibt halt die Möglichkeit, Sie können sowohl, also Zielsetzung ist ja erstmal, dass Sie sozusagen den Allgemeinstrombedarf primär abdecken. Das macht ja auch wirtschaftlich sozusagen nochmal mehr Sinn, weil das substituieren Sie direkt den Netzbezug. Und wenn dann noch relevante Überschüsse da sind, das ist ja das, was jetzt auch gerade Thema war, das lässt sich ja feststellen, entweder über eine Simulation idealerweise oder Sie haben es vielleicht schon im Betrieb. Wenn da noch relevante Mengen übrig sind, sage ich mal, dann können Sie die auch an Ihre Mieter zusätzlich noch vermarkten. Das ist einfach nur eine Frage des Messkonzeptes. Man kann das so aufbauen, dass man zum Beispiel erst erfasst, was haben Sie für Ihre Geothermieanlage, für Ihre Klimageräte an Solarstrom in einer Eigenversorgung verwendet und wie viel Überschussmengen haben Sie an Ihre Mieter verkauft und wie viel geht dann vielleicht sogar auch noch ins öffentliche Netz. Das geht, ist nur eine Frage des Messkonzepts, ist aber ein Standardmesskonzept. Ist ja ein aktuelles Thema, gerade in Bezug auf Wärmepumpen zum Beispiel auch oder eben auf eine Geothermieanlage. Also jetzt Standard, das ist schon ein Mieterstrommodell, also sprich, also erst, es wäre eine Kombination. Sie nutzen erstmal den Strom selber für Ihre Geothermieanlage und danach wäre es quasi ein Mieterstrommodell, weil Sie ja dann, wenn ich es richtig verstanden habe, sind mehrere Gewerbeparteien eingemietet, die Sie dann ja mit Strom beliefern. Das heißt, es wäre eine Kombination aus einer Eigenversorgung mit einem Mieterstromkonzept. Ist aber, klingt schlimmer als es ist. Genau. Vielen Dank für die Frage und die Antwort. Hat noch jemand eine Frage? Ja, da hinten. Henning Eckel, ich hätte noch mal eine Frage zu der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung. Die Frage, ist es beschränkt auf tatsächlich ein Gebäude mit mehreren Mietern oder könnte man auch nebeneinander liegende Gebäude irgendwie zusammenfassen? Weil das wäre ja eigentlich naheliegend, das zu tun. Ne? Und falls ja, gibt es da irgendwelche Konditionen dafür? Die Frage geht an Herrn Netter, nehme ich an. Ja. Also auch da ist wieder die Antwort, entscheidend ist immer der Netzanschlusspunkt. Das heißt, wenn Sie zwei benachbarte Gebäude mit jeweils einem eigenen Netzanschlusspunkt haben, dann können Sie das nur je Netzanschlusspunkt machen. Das heißt, Sie können zwei Anlagen aufbauen oder, das wäre dann wieder mit dem Netzbetreiber zu klären, es geht durchaus auch in Einzelfällen, dass man Netzanschlusspunkte zusammenfasst. Und dass man eben nur noch einen Netzanschluss dann nutzt, den anderen zum Beispiel stilllegt. Das ist aber dann auch wieder eine Frage der Netzkapazitäten und so weiter. Aber das ist auch was, was wir in der Vergangenheit schon gemacht haben. Aber leider ist da auch immer noch dieser Gebäudeübergreifend ist nur ein Gedanke, aber noch keine Realität. Noch ein Nachtrag von der E-Netz. Also bei uns ist es möglich, wenn die Dachbebauung durchgehend ist, können Sie trotz zwei Netzanschlusspunkten das realisieren? Dankeschön. Hat noch jemand eine Frage? Ja, da. Muss nur lang genug warten. Ja, wir hatten vorhin gehört, dass man eine Photovoltaikanlage auf dem Firmendach aus drei Gründen vor allem installiert. Das eine ist, weil es eine Kapitalanlage ist. Das zweite Klimaschutz, dritte Resilienz. Wenn Sie erlauben, würde ich vielleicht noch einen vierten Punkt ergänzen, gerade auch mit Erfahrung im Bereich Immobilienfonds, die Kunden von uns sind. Wenn man schaut, wie die Immobilienwirtschaft gerade, was das Thema Nachhaltigkeit ESG angeht, transformiert wird, wird auch natürlich der Immobilienwert in der Zukunft maßgeblich auch von den CO2-Emissionen einer Immobilie dann den Vermögenswert dann auch beeinflussen. Und da wird dann auch die Photovoltaikanlage einen großen Beitrag dazu haben. Das gilt eigentlich als einer der Top 3 Maßnahmen, um die CO2-Emissionen in der Immobilie
zu reduzieren. Das vielleicht noch als Ergänzung noch zu den drei Punkten. Wunderbar, vielen Dank für die Ergänzung. Für eine Frage hätten wir noch Zeit, bevor wir dann ins Get Together übergehen würden. Aber das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann gucke ich jetzt mal ganz kurz in die Runde, ob noch irgendjemand irgendwas loswerden möchte. Scheint mir auch nicht der Fall zu sein. Dann vielen, vielen Dank erstmal an unsere Referenten für ihren Input und für die Beantwortung der Fragen. Vielen, vielen Dank auch für Ihre Zeit. Vielen Dank nochmal an die Wissenschaftsstadt Darmstadt, dass Sie da die Initiative ergriffen haben, auf uns zugekommen sind und wir zusammen hier diese Veranstaltung machen konnten. Da möchte ich mich ganz besonders bei der Frau Rösch bedanken, mit der wir zusammen die Organisation gemacht haben. Auch bei meinen IHK-Kollegen möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Unterstützung und natürlich ein ganz herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer, die heute da waren. Danke für Ihre Zeit. Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen. Bleiben Sie gerne noch einen Moment. Wir haben noch eine Kleinigkeit zum Essen für Sie. Sie können noch was trinken, sich austauschen, Kontakte knüpfen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie noch bleiben. Und sonst wünsche ich Ihnen allen noch einfach einen schönen Abend.